Sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie alle nochmal sehr herzlich in der Staatskanzlei des Saarlandes begrüßen. Wir haben heute hier über 3000 Menschen zu Gast gehabt. Das ist ein großartiger Erfolg dieses Tages der offenen Tür. Und was mich selbst am meisten begeistert hat, über 650 Menschen haben teilgenommen an den Führungen durch die Staatskanzlei, um auch wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen, wer hier arbeitet, wie hier gearbeitet wird und sicherlich auch, was die Themen unserer Arbeit heute sind und was sie in der Vergangenheit, in der Geschichte dieser Staatskanzlei waren. Und umso mehr freue ich mich, dass neben den Akteuren, die derzeit politisch Verantwortung tragen im Saarland, auch heute Abend Menschen zu Gast sind, die das in der Vergangenheit getan haben. Ich begrüße in dieser Runde ganz herzlich meinen Vorgänger, einen meiner Vorgänger, Herrn Ministerpräsidenten AD Reinhard Klimm. Herzlich willkommen hier in der saarländischen Staatskanzlei. Ich sehe aktuelle Vertreter hier der saarländischen Landespolitik, die Abgeordnete Schmidt-Lang, den Abgeordneten Mildau, aber sehe auch noch viele Gäste, die es verdient hätten, besonders im Publikum erwähnt zu werden. Bitte gestatten Sie mir, dass ich es heute stellvertretend bei diesen Vertretern belasse. Und jetzt besonders hier in unserer Runde auch unsere Diskutanten begrüße. Und Ihnen wird auffallen, allein am Quotienten der Verteilung von Frauen und Männern, dass sich etwas an der Besetzung geändert hat. Wir haben ja bewusst auch die Mitglieder des Digitalisierungsrates in diese Podiumsdiskussion mit eingebunden. Und so haben wir eigentlich Frau Gröber-Riel von Google erwartet, aber leider hat sie sich so schwer am Fuß verletzt, dass sie nicht transportfähig war. Und umso mehr freue ich mich, dass stattdessen dann auch Vertretung gekommen ist aus Google. Dora Schwanitz arbeitet mit im Team von Annette Gröber-Riel und ist uns daher ein würdiger Vertreter. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich mache dann einfach mal weiter. Zu meiner Rechten sitzt Christine Tull, die ebenfalls nicht in der Ankündigung war, sondern Frau Gade. Aber umso mehr freut es uns, dass wir mit Ihnen eine Verstärkung dieser Runde haben aus dem Bereich der Bloggerin, der neuen Medien, neuen journalistischen Arbeit. Frau Tull, auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Und dann habe ich eben gesagt, wir binden bewusst auch den Digitalisierungsrat mit ein. Ich freue mich, dass einer, der schon von Anfang an dabei war, Dr. Ferry Abul Hassan, auch heute mit dabei ist und sich der Diskussion stellt. Herzlich willkommen, lieber Ferry Abul Hassan. Ja. Und dann begrüße ich sehr herzlich in unserer Runde Herrn Dr. Wolfgang Gündiger. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion. Das Thema des heutigen Abends ist Digitalisierung. Natürlich ist das Thema Digitalisierung heute Abend, weil heute auch der Tag der offenen Tür unter diesem Schwerpunkt gestanden hat, weil ich, als ich ins Amt gekommen bin, da findet man ja so einiges vor. Man findet nicht nur ein Büro vor, das Sie alle wahrscheinlich heute gesehen haben, man findet ja auch solche festen
Kalendertermine vor und so der Tag der offenen Tür. Genau vor 60 Jahren ist die Saarländische Staatskanzlei eröffnet worden. Und mir war es wichtig, nicht bloß einen Tag der offenen Tür, wo Gebäude besichtigt werden, zu veranstalten, sondern mir war es wichtig, auch eines der zentralen politischen Zukunftsthemen für unser Land mit anzusprechen. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Erlebnistag Digitalisierung heute auch hier zu veranstalten. Für mich mit das Beeindruckendste dabei war, dass ich im Festzelt, im Digital Corner, ein junges Mädchen getroffen habe, das ihr Calliope programmiert hat. Und sie ist 6 Jahre alt. Sie kann noch nicht lesen und schreiben, besucht jetzt gerade die 1. Klasse, ist also ganz am Beginn ihrer schulischen Laufbahn, aber sie programmiert, sie codet. Das ist etwas, was ihr Spaß macht, und wenn ich das sehe, glaube ich, beschreibt es sehr schön, dass das sinnbildlich ist für die Arbeit, die wir hier leisten müssen. Die Zukunft, das Potenzial, was in den Köpfen vor allem unserer Kinder liegt, so wie wir Bildung in Zukunft veranstalten wollen an Schulen, das ist etwas, worüber es sich lohnt, wirklich zu diskutieren. Und das ist mir persönlich wichtiger als manches Thema, was in der Politik sehr breit diskutiert wird, wenn wir an die aktuellen Personalrochaden denken. Aber das, was wirklich wichtig ist, das stellen wir zu selten in den Mittelpunkt unserer Betrachtung. Und das könnte heute Abend auch eine Chance sein, uns mehr diesen echten Zukunftsthemen zu widmen. Ich habe, meine Damen und Herren, als neuer Ministerpräsident sicherlich das ein oder andere auch fortgesetzt. Der Digitalisierungsrat, das Digitalisierungsforum, das sind Dinge, die schon von meiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Leben gerufen worden sind. Wir erhoffen uns dafür daraus ganz maßgebliche Impulse, wie es in unserer Wirtschaft weitergeht, wie es in unserer Forschungslandschaft weitergeht und was die Zukunftsthemen für unser Land sind. Aber es ist auch wichtig, dass man es nochmal schafft, wirklich den Turnaround hinzukriegen und den Transfer von wichtiger Forschungslandschaft auf unsere Wirtschaft zu schaffen. Da haben wir noch Nachholbedarf, da sind wir gut. Aber wichtig ist, dass wir heute nicht eine Debatte führen nach dem Motto, was sind die Risiken, sondern dass wir vor allem auch eine Debatte führen, was sind die großen Chancen für unsere Zukunft. Und deswegen passt es ganz gut, dass vor wenigen Wochen, zum 1. August, auch ein neuer Bevollmächtigter für Innovation und Strategie seine Arbeit begonnen hat, Amal Kassar. Er sitzt hier in der ersten Reihe. Und ich finde es, ich will hier niemanden und vor allem nicht mich selbst loben, aber ich finde es spannend, muss ich sagen, dass jemand, der ein Unternehmen aufgebaut hat, ein Start-up gegründet hat im Bereich der IT-Sicherheit, das integriert hat in ein Unternehmen, was mittlerweile Marktführer geworden ist, und dann sagt, ich stehe bereit, auch meinem Land was zurückzugeben. Das ist die schönste Art, einen Saarländer wieder zurück ins Saarland zu holen. Deshalb, lieber Amar, bin ich froh, dass du hier bist, dass du deinen Job hier angetreten hast und dass du uns auch heute Abend nochmal unterstützt. Wenn man sich die aktuelle Situation im Saarland anschaut, könnte man ja sagen, wir können zufrieden sein. Wir haben Industrieansiedlungen, die aller Ehren wert sind. Wir haben mit Ford, mit ZF, mit Eberspächer und anderen Akteuren, insbesondere im Bereich Automotive, einen guten Stand. Wir sind Automobilland, aber wir wissen eben auch, dass sich im Bereich von Automotive in den nächsten Jahren alles verändern wird durch die digitale Veränderung, dadurch, dass vernetztes Fahren, das autonomes Fahren, dass E-Mobilität neue Schlagworte sind, wird es Auswirkungen haben auf die Saarwirtschaft. Und deswegen muss man wissen, nach dem Strukturwandel von einer Montanindustrie hin zur Dienstleistungsgesellschaft, hin zur modernen Industriegesellschaft, wird es die nächste große Transformation sein. Und ich glaube, wir müssen dafür keine Angst haben, denn Innovationen haben sich letztendlich immer durchgesetzt. Innovationen haben immer dazu beigetragen, dass auch neue Geschäftsideen entstehen, neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Deshalb sollten wir das auch von dieser Seite beleuchten. Und ich meine, da könnte es heute Abend auch die ein oder anderen Impulse geben, wie es weitergeht in diesem Land. Und es ist auch, glaube ich, eine Chance, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, dass wir heute nicht nur Akteure, die Saarländer sind und über das Saarland hinaus tätig sind, hier haben, sondern dass wir eben auch spannende Einblicke von außen, nicht nur auf unser Land, sondern insgesamt auf die Entwicklung unserer Gesellschaft bekommen. Und mein Ziel wäre, dass wir es im Saarland schaffen, auch aufgrund unserer Kleinheit etwas schneller voranzukommen als andere Regionen in Deutschland. Diese Kleinheit ist aus meiner Sicht eine echte Chance. Kleine Schiffe sind wendiger als große Schiffe und deshalb wollen wir all diese Chancen auch nutzen. Ja, meine lieben Damen und Herren, ich bin froh, dass
so viele mittlerweile sich hier eingefunden haben. Und bei dem Wetter, glaube ich, will auch keiner allzu früh die Staatskanzlei heute verlassen. Deshalb freue ich mich jetzt auf eine schöne Diskussion, eine spannende Diskussion. Und ich würde vorschlagen, dass wir beginnen, indem sich die Podiumsteilnehmer auch selbst vorstellen. Und das würde ich ganz gerne verbinden mit der Frage, was ist für Sie herausragendes Element der digitalen Welt von morgen? Und wir beginnen mit Herrn Schweiz. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle auch nochmal möchte ich gerne nochmal ausrichten, die herzlichen Grüße von Annette Kovarie, die bekanntermaßen bei Google als Saarländerin, die im Bereich Politik für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa leitet. Ich kann, wie gesagt, leider nicht hier sein wegen der Verletzung, aber ich gebe mein Bestes, Sie hier zu vertreten. Vielen Dank für die Einladung, zumal an diesem bedeutenden Jubiläum heute, dem 60. Jubiläum der Staatskanzlei. Wie schon gesagt, ich bin im Team Politik von Google Deutschland tätig in Berlin. Wir stehen also in Kontakt mit Exekutive, Legislative, Parlament, Ministerien, arbeiten in Unternehmensverbänden mit der digitalen Wirtschaft und bringen uns da in Deutschland ein, also ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz in den USA hat. Vom Hintergrund her bin ich von der Ausbildung Jurist und Journalist, also passt das ganz gut. Und ich konnte vor 2 Jahren dabei sein, als der letzte IT-Gipfel, der ja jetzt Digitalisierungsgipfel heißt, in Saarbrücken zu Gast war. Das war natürlich für unser Unternehmen auch nochmal ein besonderes Ereignis im November 2016, als dort die damalige Ministerpräsidentin die Veranstaltung hier geleitet hat, unsererseits unser Vorstandsvorsitzender. Ja, und das bringt mich vielleicht auch zu dieser leitenden Idee. Ich glaube, für die Digitalisierung, das Internet bisher und wie es vielleicht auch bleiben sollte, nämlich die Demokratisierung, also die demokratisierende Macht des Internets und des Zugangs zu Informationen. Ich glaube, das ist auch in gewisser Weise etwas, was wir dieses Jahr sehen. Wir feiern ja unser 20-jähriges erst als Unternehmen, das 1998 gestartet wurde, was man immer ein bisschen vergisst, wenn man jeden Tag die Produkte, die auf dem Internet basieren, die Services nutzt, inzwischen in Form wahrscheinlich die meisten ja eines Smartphones mit den diversen Anwendungen, wenn sich das höher und höher verbessert, würde man ja 20 Jahre zurückgehen. Das ist ja eigentlich wirklich unglaublich, was für Supercomputer wir alle zur Verfügung haben und damit auch Zugriff auf die Informationen der Welt. Mit diesem Anspruch und dieser Mission ist ja Google beispielsweise auch gestartet, die Informationen der Welt zu organisieren, sie allgemein zugänglich und nützlich zu machen. Das ist also nicht nur ein sagen wir mal, theoretischer Überschuss, sondern etwas, was jeden Tag Maxime in der Arbeit unserer Teams ist. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt in unserer Firma 20 Jahre zurückschauen, ist es wirklich bemerkenswert, wie sich das entwickelt hat. Anspruch sollte immer weiterhin sein, dass, sagen wir, ein Banker in New York Zugriff auf die gleiche Suchmaschine hat wie ein Bauer im ländlichen Afrika, jemand in Europa wie in Asien, also diese demokratisierende Funktion. Ich glaube, das gilt es auch zu erhalten in der Zukunft, das, wo uns die Technologie an dieser Stelle hinführen kann. Und da gibt es natürlich einiges zu tun. Da komme ich nochmal auf den November 2016 zurück. Wir haben damals hier in Saarbrücken bekannt gegeben, dass wir unter dem Dach der Zukunftswerkstatt auch hier in Deutschland für die digitale Bildung, also nicht nur für die Jugendlichen oder in Schulen, sondern für Vereine, für kleine mittelständische Betriebe etwas tun wollen. Unser recht sportliches Ziel ist, bis zu 2 Millionen Leute hier in Deutschland mit unseren Angeboten dann auch zu unterstützen, und da arbeiten wir seitdem dran. Das begann eben hier in Saarbrücken. Okay, vielen Dank, Herr Schwanitz. Man merkt, Google hat schon einen allumfassenden Ansatz. Das spürt man, dass Sie da in vielen Feldern Fuß fassen werden und wollen. Wie sehen Sie es, Frau Thun? Also, ich stelle mich vielleicht kurz vor, weil ich wahrscheinlich die Unbekannteste hier bin. Mein Name ist Christine Thull. Ich bin Inhaberin von Projekt Pinata. Das ist eine Agentur für Social Media. Wir bloggen auch ein bisschen rund um Social Media, und was halt also in den letzten Jahren vor allem vielleicht auch mit Blick aufs Thema Digitalisierung uns sehr wichtig war, ist, dass wir unsere Firma ortsunabhängig aufbauen. Das heißt, wir haben unseren Geschäftssitz und alles hier in Saarbrücken, sind aber eigentlich in der ganzen Großregion unterwegs und haben es auch so aufgebaut mit
allen möglichen digitalen Produkten, damit das auch funktioniert. Und das heißt, Digitalisierung ist für uns in erster Linie ein Gewinn an Freiheit, sei das, dass wir überhaupt als Firma existieren können, unabhängig vom Thema, dass Leute uns kennen, dass auf der einen Seite und dass wir nicht ins Büro fahren müssen, sondern von da arbeiten können, wo wir wollen. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite bei Digitalisierung bedeutet aber immer noch halt auch sehr viele Herausforderungen. Das heißt Mitarbeiterführung, Teamgestaltung, wie verstehen sich Menschen, wenn sie nicht sich gegenüber sitzen? Das ist auch eine Frage für die sozialen Netzwerke, wo so mancher denkt, es wäre ein rechtsfreier Raum. Das heißt, man muss Regeln, Gesetze und so weiter. Das sind halt die Herausforderungen auf der anderen Seite. Und ja, das vielleicht zu Ihrer Frage. Da merkt man schon, dass da sehr viel Diskussionsstoff da ist. Herr Schwanitz spricht von der Demokratisierung letztendlich durch neue Medien. Sie stellen auch nochmal fest, dass das Miteinander in sozialen Netzwerken ganz offensichtlich auch ein anderes ist. Gestern war ich auf dem Geburtstag, da hat man so gesagt, Facebook, das ist der neue Stammtisch, da ist, glaube ich, was dran. Darüber müssen wir später nochmal diskutieren, wie Sie das sehen. Sehr, sehr spannend. Jetzt aber kommen wir zu Ferhin Abolhassan. Was ist für Sie das zentrale Element einer neuen digitalisierten Welt von morgen? Boah, da muss ich mich erstmal hintasten. Also ganz kurz auch nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Im Namen, liebe Mitdiskutanten auch außerhalb des Rings. Mein Name ist Ferhin Abolhassan, fast sowieso immer jeder, vielleicht auch der mich kennt, wo kommt dieser Name her? Wieso sind das ein Saarländer? Das ist ein Saarland, das hört man jetzt nach drei Redesätzen und oben. Ne? Also ich bin waschechter Saarbrücker auch. Mein Vater hat hier einen mittelständischen Betrieb gegründet. Ich bin also auch gelernter Elektroinstallateur mitten in Saarbrücken, aus Saarbrücken, ein Saarbrücker Kind. Bin dann aber, und das ist vielleicht ganz witzig, über die Informatik dann in der Welt rumgekommen und habe an einem der ersten deutschen Startups mitgearbeitet, was so wie keiner mehr sagen würde. Ne? Deswegen hieß SAP, da war ich 16 Jahre, habe also auch kennengelernt, wie so Startups wachsen und wie die dann mit der Zeit auch ein bisschen träger werden auf Dauer. Ne? Muss man sehr genau hingucken und bin jetzt bei einem anderen Unternehmen, wo man sagt, boah, das ist jetzt so ein richtig Dickschiff, ja, der Telekom, die aber ganz flügge ist, viel mehr als viele meinen. So, und da vertrete ich den Service. Aber jetzt genug zur Person, jetzt hin zu der Frage. Ich würde einen Satz gerne noch reinschieben, Herr Ministerpräsident, um eigentlich mal für mich selber die Brücke zu bilden, mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Und an mir selber kann ich sagen, ich arbeite 35 Jahre jetzt irgendwie immer an Digitalisierung, ob das jetzt die Frage von analog nach digital im Sinne von Softwareentwicklung oder Software ist, oder auch heute im Sinne des Netzbetriebs oder des Netzbetriebs bei der Telekom. Und ich glaube, wir müssen für uns einfach nochmal verstehen, dass Digitalisieren ist nicht neu. Das ist also nichts Neues. Es ist auch keine besonders neue Technologie entstanden, aber die Technologie ist besser geworden. Und zwar in drei Elementen. Netze sind sehr viel besser, auch wenn wir gleich gerne nochmal über uns und die Telekom meckern dürfen, damit bin ich total wehrhaft. Ja. Also das Internet ist wirklich mittlerweile weltumspannend und man kann alles mit allem verbinden. Da kommt übrigens gleich die Brücke zum Saarland her. Was kann man miteinander finden? Letztlich alles, weil alles über Sensoren auch vernetzbar ist. Und man kann letztlich auch dann sehr gute Software damit verbinden. Und jetzt muss man nur die Ideen haben, was man miteinander verbindet. Und da würde ich gerne die These für die Diskussion aufstellen. Es gibt ja die These, und ich schließe mich der gerne an, das kann dann auch ein bisschen strittig bei uns sein, dass wir die erste Hälfte der Digitalisierung als Europa und Deutschland auch als Saarland verloren haben und die Amerikaner haben sie gewonnen. Das muss man einfach anerkennen mit Google, Facebook etc. ist die Digitalisierung der Daten in fester Hand, aber noch nicht die Digitalisierung der Dinge, das Internet der Dinge. Und das Saarland ist ein Land der Dinge. Ja, das muss man klar sagen. Wir sind hier in der Automobilindustrie sehr stark, wir sind auch in Fertigung und Zulieferindustrie sehr stark und das ist auch Deutschland, das ist ein Ingenieursland. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen würden, zu begreifen, dass auf einer guten Infrastruktur die Dinge immer nochmal verbindbar sind, dann entstehen Chancen. Das würde ich gerne später nochmal diskutieren. Wie können wir die Dinge im Internet der Dinge am Schluss trotzdem nochmal in den Griff kriegen, um dann auch Jobs oder Unternehmen zu sichern? Sehr schön, vielen Dank, lieber Ferhin Abolhassan. Wir sehen, Saarländer sind überall, auch bei der Deutschen Telekom, nicht nur in der Fußball-Bundesliga, Nationalmannschaft und in Berlin muss man mit uns rechnen, sondern auch bei der Deutschen Telekom. Aber ich würde mal sagen, wir haben eben darüber gesprochen, für die Telekom ist Regen immer schlecht, weil dann irgendwelche
Netze ausfallen. Das Saarland hat ja bis auf den heutigen Tag, muss man sagen, und das auch nur, damit viele hierher kommen, relativ auf Regen verzichtet. Deswegen, denke ich mal, hat das auch dazu beigetragen, dass das Geschäft brummt. Herr Dr. Gründinger, wir kommen zu Ihnen. Wir sind gespannt. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier in Saarbrücken zu sein. Ich war schon vor 4 Jahren einmal hier und saß am anderen in dieser Saale mit Frau Kamp-Kahnbauer zusammen. Und wir haben damals diskutiert über Generationengerechtigkeit und über Konflikte zwischen Alt und Jung und wo wir hinkommen mit der Generationensolidarität in Deutschland. Und jetzt bin ich wieder hier. Dankeschön für die Einladung. Ich habe ein Buch geschrieben vor 2,5 Jahren. Das nannte sich Alte Säcke Politik. Da ging es darum, wie alte Männer unser Land zerstören und dieses Land in eine Lethargie führen, in der wir nur noch über Migration diskutieren und gar nicht mehr über die eigentlichen Zukunftsthemen, wie eben zum Beispiel Digitalisierung. Das ist heute eine rühmliche Ausnahme und deswegen freue ich mich umso mehr, mit euch und Ihnen heute Abend zu diskutieren. Und warum Digitalisierung? Naja, du hast es gesagt, Jerry, die erste Hälfte des Spieles haben wir verloren an die Amerikaner, ist auch nicht schlimm. Man braucht auch keinen IT-Nationalismus zu frönen, aber vielleicht können wir uns anstrengen, die zweite Hälfte zu gewinnen und vielleicht auch ohne Nachspielzeit und ohne Elfmeterschießen. Dummerweise gibt es auch einen anderen Spieler, der auch noch mit dabei ist jetzt, nämlich die Chinesen. Und wir haben in Deutschland und Europa ein anderes Menschenbild als das zum Beispiel China. Wir stehen hier für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Solidarität. Und das muss auch im Internet gelten. Es ist hier die Rede vom rechtsfreien Raum ganz oft, der das Internet nicht ist und auch nicht sein darf. Es ist die Rede von Stammtischen in den sozialen Medien, die unseren Diskursraum verändern. Ich bin Mitglied im Gesprächskreis Digitalität und Verantwortung bei Facebook Deutschland, wo wir genau über solche Fragen diskutieren, über die Rolle von sozialen Medien für unsere deliberative Demokratie. Und wir müssen auch natürlich versuchen, nicht nur die Risiken irgendwie zu minimieren, darauf diskutieren, also darauf stützen sich die Deutschen ja sowieso sehr oft und sehr gerne, sondern auch die Chancen zu nutzen. Ich bin alt genug, um mich noch zu erinnern an eine Zeit vor dem Internet, und das war verdammt nochmal keine schöne Zeit. Wie schwer es war, an Wissen zu gelangen, wie schwer es war, einen Text zu übersetzen, wie verdammt schwer und teuer es war, überhaupt irgendwie eine Reise zu organisieren. Ich meine, ich komme ja heute aus Berlin. Das ist heute einfach, war vor einiger Zeit gar nicht mal so einfach zu bewerkstelligen. Und dann denke ich an die anderen Chancen der Digitalisierung. Was künstliche Intelligenz gerade heute alles kann. Es gibt Algorithmen, die können besser Krankheiten diagnostizieren und bessere Therapieempfehlungen geben als ein durchschnittlicher Arzt oder Ärztin. Das kann vor allem in Kombination und Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen. Man kann Verkehre besser steuern, man kann damit Menschenleben retten, man kann CO2-Emissionen senken, man kann Staus vermeiden, die Parkplatzsuche abkürzen und vieles andere mehr, was wir dank Digitalisierung bereits heute können oder in Zukunft können werden, mit einiger Sicherheit. Und ich glaube, es geht genau darum, auch diese Chancen in den Mittelpunkt zu stellen und unseren Kindern und Kindeskindern möglichst die genau diese Chancen teilhaben zu lassen. Ja, vielen Dank. Herr Gründinger, man sieht, also Sie gehen da nicht so defizitorientiert ran, sondern Sie sehen tatsächlich auch die Chancen. Und ich glaube, dass das für die Politik auch ein deutliches Signal ist, dass man ganz bewusst auch sich diesen Chancen widmet. Wie ich es eben auch schon gesagt habe, wird in der Tat über die Defizite, die es gibt, sehr viel geredet und zu wenig über diese Chancen. Umso mehr wollen wir das heute nutzen, um darüber zu diskutieren. Und ich würde mal ganz einfach mit Ihnen beginnen, Frau Thull, wenn Herr Dr. Gründinger hat gesagt, dass letztendlich ja sich sehr viel mittlerweile in den sogenannten großen intermediären Playern abspielt. Google, Amazon, Facebook und natürlich jetzt auch Alibaba und Tencent, die chinesischen Player da eine Rolle spielen, die bestimmen ja letztendlich auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander über die neuen Netze. Ist das nicht auch etwas, was sozialen Zusammenhalt irgendwo schwächen kann? Und was können wir tun, durch unsere Kommunikation sozialer Zusammenhalt vielleicht gestärkt wird, auch über die sozialen Netze? Also ich denke, dass sie ohnehin schon gestärkt ist, weil, wie gesagt, vor
20, 25 Jahren. Ich habe heute so viele Menschen in meinem Leben, und ich glaube, jeder von uns, mit denen ich oder alle anderen überhaupt keinen Kontakt hätten, oder ich hätte wesentlich weniger Zugriff auf Wissen, wenn es das Internet nicht geben würde. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass eine Reflexion startet über die Art und Weise, wie es überhaupt funktioniert, wie Medien funktionieren, wie Sprache funktioniert, wie sozialer Zusammenhalt funktioniert. Und ich bin ja ursprünglich Geisteswissenschaftlerin, wir haben sehr viele Texte gelesen und vielleicht sind das jetzt die Kompetenzen, die auch anfangen wichtig zu werden, dass man halt drüber nachdenkt, was reine Textkommunikation, das ist es ja in erster Linie, also Sprachnachrichten kann ich zwar auch verschicken, aber wenn zum Beispiel unter einem Facebook-Post Diskussionen entstehen, wie kommt das rüber, was bedeutet das, wenn das Wort wieder gewischt kriegt, wenn es geschrieben ist, weil man hat ja nur das, und wie gehe ich damit um, wenn es zum Beispiel die Regeln, die wir so, wenn wir uns gegenüber sitzen haben, überschritten werden, und da ist es halt wichtig, dass halt auch Bildung stattfindet, nicht nur bei Kindern, das ist nämlich oft so, wir müssen in der Schule anfangen. Ich würde schon fast sagen, es ist wichtig, dass wir bei genauso diese Bildungsoffensive in der Digitalisierung bei allen über 50, 55-Jährigen haben, weil das sind ja die, die entscheiden. Ich sage jetzt aus unserer Position, wir gehen in ein Unternehmen und versuchen zum Beispiel auch digitale Kompetenzen reinzubringen, und das sind dann oft die Personen, an denen es scheitert, weil das Verständnis nicht da ist und die eigenen Erfahrungswerte auch nicht da sind. Und das ist halt wichtig für die Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch dafür, wie zum Beispiel in den Unternehmen, wo dann irgendwelche Intranets aufgebaut werden, halt stattfindet. Und ja, Bildung ist das Wichtigste, die Diskussion drumherum. Und dass es durch alle Altersgruppen durch passiert und eben nicht nur bei den Kindern, weil die verstehen es teilweise besser als die Älteren. Ist es richtig, auch bei Kindern anzusetzen und in der Schule anzusetzen? Das ist ja unbestritten, dass wir das Thema Medienkompetenz in den Schulen groß machen müssen. Denn die Vorstellung, dass jemand sozusagen auf dem Weg zur Schule noch in Facebook und Instagram und Snapchat unterwegs war, und dann in der Schule in einer anderen Welt landet, wo das alles keine Rolle mehr spielt, die halte ich für fatal. Wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit, wir hatten ein Projekt gehabt, Zeitung macht Schule, Zeitung in der Schule. Wir haben gelernt, wie man die Zeitung liest, dass es einen Unterschied gibt zwischen überregionalen und regionalen Zeitungen, dass man in der Tageszeitung eben auch unterschiedliche Arten hat, wie man das liest, dass man erkennen kann, was die entscheidenden Themen sind aktuell an der Art und Weise, wie wir Medien kommunizieren. Das, was Sie sagen, wirft schon irgendwo die Frage auf, haben wir dann auch vielleicht eine neue Art des Journalismus mittlerweile, wenn man auch sieht, wem vertrauen Menschen? Vertrauen sie vielleicht mittlerweile dem, was in den Medien steht, in den sozialen Medien steht, mehr als dem, was in der Zeitung steht? Also ja, wir haben definitiv eine neue Art von Journalismus, das muss man sich ja nur mal anschauen, wenn jetzt irgendwie ein Anschlag irgendwo passiert, wie schnell es halt Behauptungen aufgestellt werden und nicht nur von irgendwelchen Hobbypostern, sondern teilweise auch von renommierten Medien. Das ganze Berufsbild hat sich definitiv geändert und auch wie schnell die abliefern müssen, weil da natürlich auch ein gewisser Konkurrenzdruck halt herrscht. Dafür bräuchten wir zum Beispiel auch eine Diskussion, also weil es gestaltet sich halt jetzt alles gerade, deshalb müsste man da halt, also ich habe es super oft, dass ich denke, okay, da müsste jetzt ja irgendwo ein Kodex, den es ja auch gibt, angepasst werden, damit die entsprechend reagieren können, weil auch zum Beispiel, dass Bilder von Personen zirkulieren, die vor Jahren im Journalismus, wäre es ein absolutes No-Go gewesen, Fotos oder Nachnamen zu nennen. Das sind alles Dinge, was halt jetzt ja, ausgehandelt werden muss. Auf der anderen Seite auch das, was Sie sagen, halt mit der Bildung. Ich habe auch gelernt in der Schule, wenn ich mein Referat vorbereitet habe, Wikipedia ist keine zuverlässige Quelle. Heute ist sie es tatsächlich für einige. Das muss man halt, ich würde es aber nicht so negativ sehen. Weil jeder, der schon mal irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, dass auch das eigentlich eine Diskussion ist. Das heißt, auch das Internet nicht irgendwie verteufeln oder so, sondern da halt klar machen, jeder Mensch ist subjektiv, schreibt subjektiv.
die Diskussion ist das, was wir wollen, und zwar die respektvolle Diskussion, sei das in einem Buch, sei das auf Wikipedia oder unter einem Facebook-Post. Nur weil ich nicht einer Meinung bin, unter so einem Post heißt es ja nicht, dass die Auseinandersetzung nicht wertvoll auch sein kann. Vielen Dank. Also man merkt, da gibt es neue Formate und das muss man dann auch neu denken, wie wir miteinander kommunizieren in diesen Medien. Neues Format ist auch diese Fishbowl-Runde und deswegen sei mir der Hinweis gestattet, weil ich sehe, dass manche auch noch suchen, nach Sitzplätzen schauen. Man darf also auch hinter dem Podium Platz nehmen. Das ist Gegenstand des Ganzen. Also bitte machen Sie Gebrauch von den freien Plätzen. Diejenigen, die jetzt stehen, können auch genauso gut sitzen. Obwohl ich sagen muss, nach einer gewissen Zeit werden die Stühle auch unbequem. Von daher ist es, glaube ich, vielleicht kann man immer mal tauschen. Stichwort Bildung. Herr Schwanitz, ist ja genannt worden. Ich stelle fest, es gibt mittlerweile großartige Formate, ich sag mal Terra X zum Beispiel, wo wir feststellen, dass im Netz ein unglaubliches Publikum gefunden wird, das sich auch für Bildungsinhalte interessiert. Also es gibt da einen Bedarf an Wissen, es gibt einen Bedarf an solchen wissensvermittelten Formaten auch im Netz, das ja ganz andere Chancen bietet, als sage ich mal, früher monodimensional Terra X im Fernsehen zu schauen, kann ich mittlerweile ja interaktiv auf diesen Plattformen ganz andere Bildungserlebnisse machen. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten und Chancen, wirklich auch Bildungsinhalte über das World Wide Web an nicht nur junge Menschen, sondern eben auch an Erwachsene zu bringen? Dazu sich in der Tat einige Beispiele. Ich erlaube mir vielleicht noch kurz einen Kommentar zu dem, was Rotul gesagt hat. Natürlich ganz klar, Qualitätsmedien, die einordnend sind, die professionelle Journalisten beschäftigen und auch natürlich uns allen bekannt sind durch die lokalen, regionalen, nationalen, internationalen Marken in dem Bereich. Seitens unseres Unternehmens gibt es natürlich ein Interesse, dass die auch florieren und weiterhin Geschäftsmodelle haben und auch erfolgreich sind. Selbst wenn man, sagen wir mal, die wertegeleitete Ebene weglässt und sagt, das ist einfach als vierte Gewalt in einem demokratischen Gemeinwesen ohnehin eine Priorität, ist es ganz einfach auch geschäftlich als ein Unternehmen, das natürlich primär im Bereich der Online-Werbung sein Geld verdient und da auch zusammenarbeitet mit den sogenannten Publishers in unserem eigensten Interesse, dass Nutzerinnen und Nutzer, in unserem Fall über die Suchmaschine, Zugang zu Qualitätsinformationen finden. Zu dem Thema Bildung und den Möglichkeiten, die es da heute gibt. Da vielleicht auch nochmal Stichwort Saarland, weil wir auch hier mit einem Bundesland zusammengearbeitet haben, das gesagt hat, wir fangen gemeinsam an und inzwischen ist, so meine ich, in dem Bereich Zusammenarbeit mit Bundesländern Saarland führend. Wir haben das sogenannte Projekt Google Arts and Culture, also das Google Kulturinstitut. Das finden Sie auch beispielsweise, indem Sie einfach eine Suchmaschine Ihres Vertrauens nutzen. Da gibt es in der Tat mehrere, aber Sie werden es über Google Arts and Culture finden. Inzwischen sogenannte Expeditions, dass ich also ohne großen Aufwand, ich brauche eigentlich nur ein Smartphone und so eine Pappbrille, die gibt es für einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag auch, kann ich 360 Grad das Erlebnis Bergwerk Felsen besuchen. Es gibt die Völklinger Hütte, auch digitalisiert und inzwischen tausende von Exponaten, auch hier teilweise aus der Staatskanzlei, des Saarlands auch zur Geschichte des Bundeslandes. Und das Besondere daran ist, und da kommen wir so ein bisschen zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass es in der Tat so wenig ist, wenn man einfach nur vordergründig dem Impuls folgt, okay, wir digitalisieren einfach mal alles und stellen das konzeptlos ins Internet. Stattdessen ist es in Saarland zumindest angebunden worden, auch ein didaktisches Konzept, sodass das dann auch in Schulen verwendet werden kann als ein sinnvolles Element, aber eben nicht als einziges. Natürlich auch Textbild. Also das sind sehr gute Beispiele, die wir da sehen. Und das hat dann auch Nachahmer gefunden, anderswo eben, beispielsweise gibt es jetzt auch Projekte in Berlin, aber da war das Saarland in der Tat auch mitführend. Ja, prima, also wir sind da ja tatsächlich ganz gut dabei, Leuten eben auch digital was zu unserer Geschichte zu vermitteln. Das Erbe on Tour steht auch vor der Tür, wo es eben genau in dieses Erlebnisbergwerk dann virtuell auch runtergeht, also das klappt schon ganz gut. Und in der Tat, es gibt eine Riesenchance für Museen zum Beispiel, sich auch virtuell zu eröffnen. Das hat auch was mit Barrierefreiheit zu tun, weil es eben auch Menschen gibt, die können gar nicht mehr oder können nicht in ein Museum gehen und können dadurch eben auch teilhaben. Das ist schon mal ganz gut.
Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, so die Minusgruppen der Gesellschaft, also die, die es auch richtig nötig haben, die schaffen es darauf aufzusetzen. Aber wie bringen wir denn zum Beispiel Bildungsinhalte digital auch in die Unternehmen rein, dass die mal kapieren, dass berufliche Weiterbildung eben heute wichtig geworden ist. Und wenn ich Fachkräfte sichern und halten will, brauche ich diese Weiterbildung. Wie kann man da denn ansetzen? Da sind wir sicher auch ein Unternehmen unter vielen, die da Projekte starten. Ich hatte die Zukunftswerkstatt angesprochen, die sich eben auch an ja, Privatleute, aber auch kleine mittelständische Unternehmen richtet. Wir haben eine sehr interessante Organisation, ist Deutschland sicher im Netz, da ist unter anderem auch die Deutsche Telekom dabei, aber auch die SAP, Microsoft und auch Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, wo genau geguckt wird, wie können wir denn zielgruppengerecht Informationen zur IT-Sicherheit, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist und werden wird, so organisieren und anbieten, dass das eben auch die richtigen Zielgruppen trifft. Also für Berufsschüler ist es nicht eine gute Idee zu sagen, lass uns doch vielleicht die Berufsschülerinnen und Berufsschüler sensibilisieren, damit die das dann in ihre Betriebe tragen. Das ist ein erfolgreiches Projekt. Ähnliches für Senioren und andere Gruppen. Also da geschieht schon einiges. Aber sicher ist da auf weiter Luft nach oben gar keine Frage. Übrigens haben wir das im Saarland auch bei den Volkshochschulen umgesetzt. Die Volkshochschul-Cloud funktioniert hier schon. Ich habe dem Bundespräsidenten und seiner Gattin das auch gleich zu Beginn meine Amtszeit im März zeigen können, was da wirklich an Weiterbildung auch für geflüchtete Menschen gemacht wird über unsere Volkshochschulen. Das ist wirklich großartig, was mit digitalen Elementen da geschieht. Also ich glaube, wir müssen uns das Thema digitale Bildung ganz stark, vor allem auch bei der beruflichen Weiterbildung setzen. Nur damit es gelingt, damit wir die Leute auch tatsächlich erreichen, brauchen wir natürlich auch stabile Anbindung, brauchen wir stabile Netze. Herr Ferry, Herr Bolhassan, was kann man denn da tun, dass da auch nicht ganze Regionen und Teile unserer Bevölkerung abgehängt werden? Denn da mache ich mir eben schon Sorgen, der ländliche Raum muss, glaube ich, schon noch ein bisschen besser angebunden werden, vor allem auch Industriegebiete im ländlichen Raum. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu platt, nur das Thema Netze da aufzugreifen, aber ich tue es trotzdem mal, um an der Ecke etwas populistisch Populäres, was derzeit diskutiert wird, auch nicht so ganz ohne Antwort stehen zu lassen. Man wird es technisch gar nicht schaffen können, das ist eine Frage der Naturwissenschaft, ein Flächenland wie Deutschland komplett 100% zu bestrahlen, weder mit Mobilfunk noch mit Glasfaser. Da kann jetzt jeder diskutieren, bis der Arzt kommt. Das ist einfach unbezahlbar. Und deswegen muss man einen guten, es ist unbezahlbar, aber wir können das gerne auch mal genau ausrechnen. Man kann und sollte aber versuchen, einen sehr guten Kompromiss zu schließen. Ja, also, und das tun wir. Also wir legen mehr Glasfaser pro Jahr als alle unsere Wettbewerber zusammen. Ich sage das hier mal nur mal so klar, weil es ja gerne ganz anders diskutiert wird. Und zwar viermal so viel Glasfaser verbaut die Telekom wie alle anderen Wettbewerber zusammen. Wir stellen auch etwa zehnmal mehr Mobilfunkmasten auf wie alle anderen Wettbewerber zusammen. Und das könnte auch immer noch mehr sein. Geschenkt. Ich würde gern aber auch, Herr Ministerpräsident, jetzt nochmal die Kurve kriegen zu der Frage, ist die Perfektion der Netze oder die Perfektion der Bildung tatsächlich heute Hinderungsgrund, warum wir gegebenenfalls digitalisieren oder nicht digitalisieren? Und deswegen nochmal, von mir aus auch provokativ, stelle ich mir die Frage, was ist denn eigentlich tatsächlich Digitalisierung? Für mich ist Digitalisierung, dass der Bäcker, dass der Mittelständler, der Elektriker begreift, welche technologischen Möglichkeiten er heute für sein konkretes Geschäft hatte und hat, die er vor 10 oder 5 Jahren nicht hatte. Also wenn ich beispielsweise ein Obsthändler heute bin, aus der Vergangenheit, musste ich die komplette Logistik, ich musste wahrscheinlich das Obst selber anbauen, ich musste wahrscheinlich das Obst selbst ernten und ich musste es dann irgendwie auf Märkte tragen, um dann das an den Konsumenten zu bringen. Die Möglichkeit über Netze und Fernnetzung erlaubt mir heute im Obsthandel tätig zu sein, ohne dass ich irgendetwas anbaue, ohne dass ich irgendetwas transportiere. Und dafür gibt es genügend Beispiele. Also Sie werden heute sehr viele Unternehmen finden, die finden einfach deutschlandweit raus, wo ist zum Beispiel gerade die Tomate oder der Apfel sehr gut gepflanzt, sehr gut erntbar und bringt das zu den Konsumenten zurück. Und damit entstehen ganz neue Unternehmer,
Sorten und die gilt es zu kultivieren. Übrigens, da muss auch die Bildung hin. Es nützt übrigens nichts, wenn wir rumlaufen in Deutschland und sagen, die Kids sind alle Digital Natives. Wir stellen fest, wir stellen 3000 Leute pro Jahr ein, die sind gar nicht so Digital Native. Ja, die können ganz gut die Applikationen anwenden, von Daddeln über auch ansonsten Applikationen, aber programmieren können sie immer schlechter beispielsweise. Das konnten die 30, 35-Jährigen, die wir eingestellt haben, vor Jahren besser, das ist das eine. Aber was alle mittlerweile ein bisschen verpassen, ist den Zug, wie nutze ich diese ganze Technologie? Und da würde ich gerne mal hinkommen nochmal, weil das Saarland ist ein extrem pfiffiges Land von Unternehmern, die es immer geschafft haben zu sagen, wenn zum Beispiel hier eine Autobahn durchgeht, warum sitzt Ford heute mit der Europazentrale hier? Weil man in einer Zeit, wo Logistik, die Straße, Transport eine Rolle gespielt hat, gesagt hat, Nord-Süd-Achse, da hauen wir uns da hin und da machen wir was draus. Deswegen ist heute ZF hier. Also kapieren, wie Logistik, wie eine alte Technologie, damals Straße, uns als Saarland nach vorne gebracht. Und jetzt sage ich nochmal, müssen wir gemeinsam die Bürger, die Menschen, die Unternehmer dazu bringen, zu kapieren und zu trainieren, wie kann ich diese Netze, wie kann ich diese, die übrigens besser sind, als man das denkt, und wir tun auch alles nochmal, ja, um es noch besser zu machen, und die Software und die Sensorik zusammenzubringen. Das wäre wirklich etwas, wo wir als Deutschland einen Vorreiterstatus einnehmen könnten. Da fehlt mir im Moment aber ein bisschen der Zug, an dem wir die Waggons hängen können. Ich höre also ganz viel über Ethik im Netz, Haken dran, brauchen wir. Ich höre ganz viel über neue Kommunikation im Netz, Haken dran, brauchen wir. Ich höre auch viel darüber, dass wir beste Netze brauchen, bauen wir. Ich möchte aber jetzt auch gerne mal die ganzen Menschen um uns herum, den Elektriker, den Molkereibetrieb, den Autofachverkäufer etc. pp., den müssen wir mitnehmen, um zu sagen, wie kann ich persönlich von dem Ding profitieren. Ja, das ist richtig, was Sie sagen, und Sie sind ja auch wirklich zusammen mit anderen Anbietern hier im Saarland dabei, dass wir bis Ende des Jahres 50 Mbit flächendeckend haben im Saarland. Das ist ein großer Erfolg und das geht nur, weil auch Deutsche Telekom und die anderen Akteure am Netz gesagt haben, wir setzen uns an den Tisch zusammen und versuchen das im Saarland hinzukriegen. Die Bürger profitieren davon. Ich habe mit Ihnen zusammen das Projekt Vollglas, ja, Startschuss gegeben in Kirkel, wo wir ein Industriegebiet auch mit Glas tatsächlich anbinden, damit diese innovativen Handwerksideen tatsächlich in so einem klassischen Industriegebiet auch abseits der großen Zentren durchkommen können. Nur trotzdem, Herr Ferri Abolhassan, es klappt doch irgendwie nicht, dass wir es schaffen, das, was wir richtig gut können hier im Saarland, das, was an den Hochschulen entwickelt wird, dass wir das übertragen auf das, was in den Handwerksbetrieben läuft. Da habe ich schon den Eindruck, dass da Unternehmen sich Sorgen machen über die Unternehmensweitergabe, dass junge Generationen nicht übernehmen wollen, weil sie es nicht schaffen, zum Beispiel aus dem Schreinerbetrieb etwas zu machen, was auch mit der Digitalisierung leben kann. Wie schaffen wir denn das, unsere Stärken an der Uni, an der HTW und auch in vielen Forschungsbereichen außerhalb der Universität, wie schaffen wir das auf den Handwerk zu übertragen? Also an der Ecke, jetzt muss ich es da nochmal sagen, als Telekom haben wir eine Initiative, die sagt, Digitalisierung einfach machen, wo wir ganz konkret für den Mittelstand Beispiele geben. Das ist eine Form, nimm die Leute bei der Hand, zeig ihnen, wie es gehen könnte und nutze dann eben dieses Krautpotenzial, das Talent da draußen, was viel, viel größer ist, wenn wir es mobilisiert kriegen. Und ich glaube, das ist es, was wir noch besser hinkriegen müssen, wo alle Unternehmen, da fühlen wir uns auch wirklich selbst aufgefordert. Deswegen haben wir auch diese Initiative für den Mittelstand, Digitalisierung einfach machen. Und da müssen wir noch mehr hingehen. Für mich ist das wie ein Lego-Bausteinkasten, der jetzt verfügbar ist, wo wir allen Menschen das Ort sagen, und guck mal, das kannst du mit dem Lego-Baukasten bauen. Da kannst du einen Kran bauen, da kannst du diese Art von Geschäftsmodell bauen, da kannst du diese Art von Unternehmertum jetzt aufsetzen. Du brauchst gewisse Teile eben nicht mehr. Ich glaube, das geht nur durch die Beispiele, die es gibt, die man publik machen muss. Die sind meiner Meinung nach zu wenig visibel. Ich glaube, allein hier im Raum, wenn ich jetzt mal fragen würde, nenn mir mal 10 solcher Beispiele, wie das eben mit der Tomate, oder nimm mal das Ding jetzt auch von mir aus, was es mittlerweile in der Stahlindustrie gibt, wo man, nehmen Sie Red Bull, ja, also ein Unternehmen, was eigentlich überhaupt nichts erfunden hat und überhaupt nichts produziert, was bis vor 10 Jahren übrigens mit 300 Mitarbeitern 4 Milliarden Umsatz gemacht hat, als erstes verstanden zu sagen, ich bringe nur die Teile zusammen und bringe am Schluss ein schlüsselfertiges Produkt in einer Dose für den Konsument. Also drüber reden, die Beispiele zeigen, die Unternehmen selber müssen mitmachen, wir sehen das als unsere Rolle auch,
den Menschen bausteinkastenartig zu zeigen, so kann das gehen, und dann auf den Erfindergeist in Deutschland setzen. Ich bin zutiefst von dem Erfindergeist und Reichtum von Deutschland überzeugt. Wir sind ein Ingenieursland in allem. Ja, dem Ingenieur ist nicht so schwer, sagt man nicht nur deswegen, weil es sich reimt, sondern weil es tatsächlich so ist. Dafür sind wir eine anerkannte Volkswirtschaft. Also zeig einfach nochmal den Bausteinkasten der Digitalisierung, bring es in diese Ingenieursgruppen rein. Komm. Und dennoch, Herr Abolhassan, wird viel Geld gemacht mit Ideen, die eigentlich andere hatten. Wird viel Geld gemacht letztendlich mit den Daten der Menschen. Haben Sie es ja eben mal selbst gesagt, hier die Bausteine zusammenzuführen. Das führt oft dazu, dass die lukrativsten Unternehmensideen entstehen. Und das bringt uns ja irgendwo auch vielleicht dann doch an die Grenzen der Digitalisierung. Und deshalb, Herr Gründiger, würde ich mal gern von Ihnen eine Sichtweise darauf haben. Wir diskutieren über Daten, wir diskutieren über einen digitalen europäischen Binnenmarkt, wir diskutieren darüber, muss man möglicherweise auch Datenhaltung besteuern. Wie gehen wir mit diesen begrenzenden, mit diesen limitierenden Faktoren um, und wie geben wir den Menschen auch das nochmal zurück, was ihnen gehört, nämlich ihre Daten? Wir hatten früher relativ wenige Daten im Netz, oder überhaupt generell hatten wir relativ wenige Daten zur Verfügung. Und vieles von dem, was heute möglich ist, wäre ohne Daten ja gar nicht möglich. Sprich, erstmal Big Data zu haben, also die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen, ist erstmal nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Und wenn ich bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Services und Angebote nutzen möchte, dann geht es eben nicht ohne Daten. Nehmen wir das Beispiel der Medizin. Je mehr Daten man da hat, um zum Beispiel Krebsfotografien analysieren zu können, desto besser ist es. Ja, der Algorithmus wird besser mit jedem einzelnen Bild, das man davor klassifiziert reinlegt, und desto besser können eben auch diese Algorithmen werden und damit Menschenleben retten. Ist überall anders genauso. Beim vernetzten Fahren, Sie haben es vorhin auch angesprochen, Herr Ministerpräsident, genau so ist es da auch. Wenn wir hier viele Daten haben, damit die Algorithmen im selbstfahrenden Auto trainieren können, lernen können, wie sie sich denn zu verhalten haben im Straßenverkehr, ist das gut. Also viele Daten sind erstmal nichts Schlechtes und eigentlich in ganz vielen Bereichen was Gutes. Aber dann, das ist auch der Punkt, weswegen wir ja auch eine Datenethikkommission jetzt haben bei der Bundesregierung, weswegen wir auch hier beim Facebook Deutschland über Datenethik sprechen und viele andere solche Arbeitskreise sich darüber in den Kopf zu brechen, ist, wie schützen wir den Menschen, wenn immer mehr persönliche Daten im Netz auffindbar sind und auch rekombinierbar sind, sodass man irgendwie, auch wenn vorher das angeblich anonym war, dann doch relativ schnell herausfinden kann, wer sich dahinter verbirgt. Und diese persönlichen Daten können eventuell auch missbraucht werden und sich gegen den Einzelnen richten. Und haben wir diese europäische Datenschutzgrundverordnung bekommen, die jetzt im Mai anwendbar geworden ist, sodass auch hier eben kein rechtsfreier Raum im Netz herrscht, sondern wo der einzelne Mensch Klagerechte hat, Informationsrechte hat, um sich gegen einen möglichen Missbrauch zu wehren. Und obwohl eine Technologie da ist, kann man sie ja wirklich sehr unterschiedlich nutzen. Es gibt unterschiedliche Weltbilder und Menschenbilder in vielen Ländern der Welt, und in den einigen Ländern ist eben eine andere Kultur da, ein anderer Rechtsrahmen da, was diese Nutzung persönlicher Daten angeht. In China gibt es ein Social Scoring System, das alle Bürgerinnen und Bürger überwacht und auf Basis deren Werte, also der Scoring-Werte, die man da erhebt, mit dem Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, man dann auch deren Lebenschancen beeinträchtigt. Sowas haben wir in Deutschland nicht, obwohl Digitalisierung hier auch stattfindet. Und eben das ist der Kampf, den wir führen müssen für Freiheit im Netz, der genauso wichtig ist wie Freiheit, die außerhalb des Netzes erfolgt. Und deswegen ist es, glaube ich, gar keine Frage von, brauchen wir jetzt mehr oder weniger Daten, sondern es ist die Frage, kämpfen wir für die Freiheit und die Gerechtigkeit, egal ob online oder offline. Denn das Netz war noch nie rechtsfreier Raum und ist es auch heute nicht. Und deswegen müssen wir eben genau dafür kämpfen, dass eben die Daten nicht missbraucht werden von böswilligen Akteuren. Und dafür braucht es einen starken Staat, der eben genau diesen Rechtsrahmen kontrolliert. Nur wenn das unser Ziel ist, dann ist es uns, glaube ich, nicht gelungen, das so richtig rüberzubringen, auch nicht als Politik in der letzten Zeit. Müssen wir da besser kommunizieren? Wie können wir denn da besser kommunizieren, dass das auch rüberkommt? Ja, viele Fragen sind noch gar nicht gelöst. Also wir sprechen ganz oft über Medienbildung und natürlich ohne Grund. Denn viele Fake News oder viele Falschinformationen, die im Netz kursieren, auch in sozialen Medien, könnten jetzt einfach erkannt werden von den Menschen, indem einfach mal
die orthografischen Fehler, die sich dort oft beinhalten, einfach mal überdenkt und sich fragt, okay, wenn da jetzt in einem Satz 5 orthografische Fehler sind, kann das stimmen? Wahrscheinlich nicht. Aber man glaubt es wahrscheinlich einfach sehr gerne und nimmt es deswegen auch gerne hin. Auch die sogenannten Qualitätsmedien, von denen wir vorhin sprachen, also etablierte Medien, die, wie du es ausgeführt hast, wegen der Angewiesenheit auf hohe Klickzahlen, um möglichst viel Werbung und Werbeeinnahmen zu generieren, dann immer auch Aussagen verkürzen und damit auch verfälschen, aus dem Kontext entreißen und damit eben hohe Klickzahlen zu generieren, die müssen eben auch ihre Qualität mal überprüfen und sagen, nehmen wir wirklich alles in Kauf, nur um hohe Klickzahlen zu generieren? Ich glaube, da gibt es eine Verantwortung der klassischen Medien in Deutschland. Wir diskutieren bei Facebook das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, also das Anti-Hate-Speech-Gesetz, mit dem wir Facebook verpflichtet haben, eine Art Hilfschefsrolle einzunehmen für den Staat und wo jetzt ein privater Konzern entscheiden muss, was ist jetzt richtig und was ist falsch im Sinne der deutschen Gesetzgebung. Das haben frühe Gerichte entschieden, soweit ich mich erinnere. Ja, ich glaube, wir müssen einfach diese Diskussion noch weiterführen. Wir wissen oft noch gar nicht genau, wie wir diesen neuen Raum des Internets tatsächlich noch handhabbar machen sollen. Angela Merkel hat das mal vor einigen Jahren als Neuland bezeichnet und sie ist dafür oft verspottet worden. Ich glaube, das war genau richtig, weil wir eben nicht wissen, wie wir dieses Neuland überhaupt erhegen und pflegen sollen. Ich meine, das iPhone gibt es jetzt seit 2006, glaube ich. Das ist gar nicht mal so lange her. Ja. Damals, als der Buchdruck erfunden worden ist, konnten die meisten Menschen auch nicht lesen und schreiben. Das musste man ihnen erstmal beibringen. Und ich glaube, genauso ist es auch heute, dass wir erstmal die Leute uns selbst genauso übrigens, wir sollten auch demütig sein, uns selbst und anderen beibringen, wie wir von der Kultur her und vom Rechtsrahmen her denn mit diesem Neuland umgehen. Ich bin froh, dass Sie das so darstellen. Das erste iPhone, das ich hatte, konnte noch nicht mal eine lange SMS schreiben. Und trotzdem habe ich es genutzt, weil ich damals neugierig war auf dieses Smartphone. Und deswegen leben, glaube ich, diese ganzen Veränderungen auch von neugierigen Anwendern, von Innovatoren. Und ich bin froh, dass Sie sagen, im Hinblick auf Neuland, viele, die später dazukommen, die eben nicht diese digitalen Nativen sind, Spätfolgende, die werden viel zu oft, glaube ich, vergessen in der Kommunikation, in der Diskussion. Und das bringt mich dann auch mal zur Frage, ist Digitalisierung dann eigentlich eine Generationenfrage, Frau Tull? Nein. Also glaube ich nicht. Es hat was mit Offenheit zu tun. Weil, wenn Sie vorhin gesagt haben, dass man es auch dem Bäcker oder dem Handwerker zeigen muss, es gibt halt viele Handwerker und Bäcker, die es gar nicht lernen wollen. Die halt irgendwie Angst haben. Ich weiß nicht genau, ich kann es mir nicht erklären, weil sie denken nur zum Beispiel an Shitstorms oder sie denken nur an alles Negative, was sie jemals übers Internet, und es wird auch alles in einen Topf geschmissen, Internetseite, Facebook, alles in einen Topf. Also es ist ein Riesenwirrwarr von der Wahrnehmung dieses Themas, so dass man noch viel früher als zum Beispiel beim Näherbringen eines Geschäftsmodells eigentlich ansetzen müsste. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe. Natürlich auch Bildung für junge Menschen, für Schüler, für Studenten und so weiter in dem Bereich, aber eben auch sehr, 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 sehr viel Abbau an Ängsten, Aufbau an Wissen bei Menschen, die wesentlich älter sind, weil das sind leider die Entscheider und die schieben den Riegel vor, wenn die Digitalisierung nicht stattfindet. Das heißt, man geht also so Unternehmen wie wir oder auch aus anderen digitalen Bereichen gehen dahin, präsentieren. Das kann auch ein Mitarbeiter sein, der da präsentiert, was er so Cooles gelernt hat an der Uni und will halt irgendwie mitreißen. Aber es ist halt nicht die Person mit dem Geld und auch nicht die Person, die entscheidet. Und wenn dann jemand sagt, ja, ganz schön, aber nee, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, dann wird das halt nicht funktionieren. Dann können die Jungen so viel lernen, wie sie wollen. Aber es muss halt irgendwie Angst abgebaut werden und, ja, wie gesagt, Kompetenzen aufgebaut werden. Ich muss die ganze Zeit ans Buch denken. Wenn ich da noch ergänzen darf, es ist natürlich auch ein Stück weit eine Generationenfrage. Deutschland ist das Land, bei dem die Lücke bei der Nutzung sozialer Medien zwischen alt und jung am größten ist in der gesamten OECD, also unter allen Industrienationen. Und das ist schon irgendwie ein Hinweis
auf unsere Kultur. Vor allem noch eingedenk dessen, dass wir das zweitälteste Land der Welt sind hinter Japan. Und was macht das denn in unserer politischen Kultur in diesem Land? Allerdings, und das ist ja ein Satz, den man oft hört, auch von älteren Leuten, das brauche ich nicht mehr. Das ist nichts für mich, digital ist doch nicht immer besser. Genau, das ist richtig. Digital ist nicht immer besser. Aber wir müssen einfach dann, wenn wir das wollen, die konkreten Mehrwerte zeigen. Auch von vorhin, ne? Was will der Bäcker mit Digitalisierung? Wenn wir das wollen, dass der Bäcker Digitalisierung nutzt, dann müssen wir schon zeigen, warum das denn so konkret wichtig sein soll. Ältere nutzen auch nicht, oder kaufen sich auch kein Smartphone, weil sie sagen, oh, ich habe mich jetzt eingelesen in Technik, ich kann jetzt auch programmieren und jetzt kaufe ich mir ein Smartphone. Nein, sie sagen, oh, mit dem Smartphone kann ich ja zu quasi null Kosten mit meinen Enkelkindern WhatsAppen. Das ist halt das, warum ich vorhin so dieses Nein, weil es gibt sie halt auch. Es gibt auch die älteren Menschen, die neugierig sind und die Bock drauf haben. Genau. Oder Online-Lieferdienste, das sind bei Rewe zum Beispiel, sind die Älteren eine der größten Zielgruppen. Weil die nicht mehr die Kästen. Ich weiß nicht genau, da habe ich jetzt eigentlich, ob es ein Generationenproblem ist oder nicht. Also ich würde es gerne auf die Ecke ziehen und sagen, es ist auf keinen Fall ein Generationenproblem, es ist ein Problem, was wir quer durch alle Branchen, quer durch alle Altersschichten haben und wir müssen es angehen. Das stimmt schon. Also es ist in der Tat ein Verwirrungsbrei von Terminologie da. Und übrigens gibt ja auch allen guten Grund, warum man vor gewissen Teilen, das hast du auch gerade gesagt, in den Netzen und in Clouds und so weiter Sicherheitsfragen stellt und auch Sicherheitsprobleme hat und die auch teilen muss. Es ist also jetzt nicht so, dass das ein Raum ist, der nicht ohne Gefahren ist. Und die Gefahren muss man reden und man muss auch aufklären, wie man die Gefahren auch überwinden kann. Ich glaube, soweit passt das schon. Ich würde gerne werben dafür, dass man nochmal die Themen, was muss eigentlich wer können, um sich von dieser ganzen Technologie auch einen Nutzen zu erschließen? Die würde ich versuchen, nicht heute natürlich, aber auch glaube von den zu kategorisieren und sagen, welche Kompetenz braucht denn eigentlich wer und wie vermitteln wir es? Ich glaube schon sehr stark, deswegen habe ich das mit und dann hoffentlich auch erfolgreich, das setze ich fest mit dem Bäcker, merke ich gerade, also bleibe ich beim Bäcker. Für den Bäcker ist es tatsächlich nicht unbedingt die erste Priorität, programmieren zu können. Das ist für ihn mit Sicherheit auch nicht die erste Priorität, gut ein iPhone oder ein Smartphone nutzen zu können. Es wäre aber für ihn schon mal hilfreich zu erkennen, dass ich über die Themen, meine Ressourcen vernetzt zu haben im Netz, jetzt mein Geschäft ganz anders machen kann. Und dieses Spielerische, an Dinge anders ranzugehen, ich glaube, das ist ein Kompetenzfeld, an dem man arbeiten sollte. Das würde und werde ich auch im Digitalisierungsrat nochmal zu sagen, weil dort die Themen wie Programmierfähigkeit keine Rolle spielen, weil das Thema auch, wie gehe ich jetzt, nützt immer, ja, auch nützt auch Spanisch zu können und Chinesisch zu können, alles, ist alles gut, aber ich glaube, das ist nicht der erste Zugang. Dann gibt es das zweite Themenfeld, wo ich glaube, dass man Deutschland auch zurückspielen kann in die Premier League, wo wir bildungsmäßig hingehören. Ich meine, ich bin immer noch stolz, ein deutsches Abitur zu haben, bin immer noch stolz, hier auch ein Diplom gemacht zu haben. Ich finde es für mich persönlich bedauerlich, dass die Dinger heute alle Bachelor heißen. Ich weiß gar nicht, bei den Leuten, die ich einstelle, was können die denn jetzt eigentlich? Ist das ein Vordiplom oder noch weniger? Also all diese Dinge, denke ich, wo wir einen Bildungsvorsprung haben oder hatten, können wir nochmal veredeln in der Fragestellung, was gehören dort für Komponenten rein? Übrigens, die Informatik im Saarland ist eine hervorragende. Übrigens, die hat sie sich über viele Jahre erkämpft und verteidigt. Und das sage ich immer noch, auch in Bonn, man muss nicht nach Stanford fahren, um Weltklasse-Informatik zu haben, auch nicht nach Tel Aviv, das geht hier in Saarbrücken. Also ich glaube, dieses Thema kann man auch nochmal hochheben. Also von mir aus können wir das später nochmal kritisieren. Ich bin aber ein Fan davon, zu sagen, unterteile, was wer können muss, und versuche, das schneller zu erschließen. Okay, damit wir die Zukunft nicht verspielen unserer Jungen, das ist wichtig, das sehe ich ein. Und doch gibt es, egal ob es jetzt eine Generationenfrage ist oder nicht, es gibt diese Fraktur Numerik, wie wir Neusaarländisch sagen. Digital Gap, digitale Kluft. Egal ob es jetzt eine Kluft ist zwischen Generationen oder zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen, wir müssen doch diese Kluft, die müssen wir schließen. Und es scheint doch offensichtlich im Konzern wie Google ganz gut zu gelingen, weil im Gegensatz zu allen anderen, die in diesem Bereich tätig sind, hat Google nun wirklich schon mal jeder gehört und jeder hat schon mal gegoogelt irgendwie, egal ob ihm jemand dabei geholfen hat oder nicht. Also scheinen sie da irgendwas besser zu machen. Wie können wir das machen?
wie Sie sagen, es gibt natürlich auch die Verantwortung der Unternehmen, Anwendungen zu schaffen, die einfach funktionieren. Stichwort Google-Suche genannt oder es fiel eben das Beispiel WhatsApp. Ich glaube, wir alle kennen mehr Generationen WhatsApp-Gruppen, weil es einfach funktioniert und das ist dann der Beweis, dass da keine Hürden gibt. Was Sie vorhin mit dem Stichwort Baukasten angesprochen haben, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, es ist eine, und Sie hatten das Herr Ministerpräsident auch angesprochen, was kann die Politik in der Kommunikation anders machen? Vielleicht hilft es wirklich, es etwas tiefer zu hängen. Es ist unter Umständen nicht hilfreich zu sagen, das ist eigentlich ein Slogan aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wir brauchen einen Airbus der künstlichen Intelligenz als nächstes in Deutschland und Europa, weil das natürlich dann sich die Bäcker des Landes fragen, das ist jetzt relativ weit weg von uns vielleicht. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, das ist ja auch kein Selbstzweck, sondern das ist etwas, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wo man gerade in Deutschland bestehende, weltweit führende Technologien in die Zukunft führen kann. Es geht also nicht um ein Stück künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen ab Werk, sondern es geht um das, was man Applied AI nennt, also angewandte künstliche Intelligenz. Da sind wir beispielsweise auch mit vielen anderen Unternehmen und Organisationen, beispielsweise in München mit der Technischen Universität, dort in der Partnerschaft. Das Stichwort DFKI in Saarbrücken ist noch gar nicht gefallen. Das ist höchste Zeit, weil es ist ja ist ein großer Name, an dem sich ja auch unter Google beteiligt und viele andere Unternehmen, weil hier diese Exzellenz sowohl was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Ergebnisse angeht, einfach überzeugen. Aber zu sagen, was bedeutet das denn, beispielsweise Präzisionsinstrumente, Automobilbranche, Elektronik, das zu veredeln durch maschinelles Lernen. Da wird es, glaube ich, sehr viel handhabbarer, als wenn wir das so losgelöst betrachten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Und außerdem stellte sich mir gerade eine Frage, ich erlaube mir die mal, sprechen denn eigentlich die verschiedenen Digitalisierungsräte miteinander, also der auf Bundesebene mit dem des Saarlands, die sollten sich vielleicht mal treffen. Also das ist auf jeden Fall mal ein guter Ansatz, aber wir stehen ja für Vernetztheit hier im Saarland, deswegen gibt es jetzt ja nicht nur einen Digitalisierungsrat, sondern auch das saarländische Parlament hat nochmal eine Enquete-Kommission zur Digitalisierung ins Leben gerufen und ich glaube, nur wenn tatsächlich alle Akteure auch hier an einem Strang ziehen und gemeinsam versuchen voranzukommen, dann bringt es was. Aber ich habe den Digitalisierungsrat im Saarland nie verstanden als Expertenforum für Experten, sondern es muss tatsächlich, so wie es Ferry Abolhassan eben gesagt hat, es muss was bei rumkommen, es muss was bei rauskommen, irgendwas, wo nachher jeder, der da drin steht, auch sagen kann, das habe ich gebaut, das Brötchen habe ich gebacken, ne, um jetzt hier im Bild zu bleiben mit der Bäckerei. Und deswegen, glaube ich, wird man von unserer Runde noch das ein oder andere hören. Wenn wir das ein bisschen gesagt haben, hat mich natürlich nochmal so ein bisschen vor die Frage gestellt, wie schaffen wir es tatsächlich Digitalisierung, Sie haben es gesagt, zu veredeln, also Produkte, die schon da sind, die schon gut sind, zu veredeln. Also DFKI ist genannt worden und ich sollte mal mit Markus Söder darüber reden, ich finde es eigentlich klasse, dass die TU München damit wirbt, dass sie hinter dem DFKI in Saarbrücken an zweiter Stelle ist, was künstliche Intelligenz angeht. Also, das ist absolut in Ordnung und deswegen kann man es nicht oft genug sagen, das weltweite Forschungszentrum für KI ist eben mit Sitz hier, man darf nämlich gerade Lauter nicht vergessen, Bremen und Berlin, aber Sitz ist nochmal hier und Professor Walster wird ja auch mal klar uns zugerechnet. Fakt ist aber, dass, glaube ich, mittlerweile große Unternehmen, die haben erkannt, wir haben eben ZF auch hier nochmal besucht, die unglaublich weit sind, wenn es darum geht, KI auch zu nutzen in der Produktion und auch dabei sind, weiterzudenken in Zeiten, wo es Getriebe auch nicht mehr braucht, unbedingt für Autos. Das gelingt uns einigermaßen, da ist mir gar nicht bang drum um diese Veredelung, aber wir müssen veredeln, doch vor allem auch bei den kleinen, mittleren Unternehmen, bei Handwerksbetrieben und es muss doch besser gelingen noch, dass Leute sich aus ihrem Hochschulstudium heraus auch schon für Selbstständigkeit entscheiden, Startups gründen. Und da müssen wir uns insgesamt verändern, weil ich glaube, diese kreative Szene, die bereit ist, mit einer Geschäftsidee auch reinzustarten, die arbeitet eben anders, als das in der Vergangenheit war. Deswegen vielleicht mal so in die Runde geworfen, weiß nicht, Frau Thul, ob Sie dazu was sagen können. Wie arbeiten denn diese kreativen Leute? Wie wollen die denn arbeiten? Wo stehen wir denn da? Ich habe sogar meine Plattform, Online-Plattform für die Kreativwirtschaft im Saarland mit aufgebaut. Deshalb, ich bin da eigentlich sehr nah an der Kreativwirtschaft dran,
ja, auf beiden Teil davon bin. Wie arbeiten die? Also es gibt sehr viele, gibt es auch einen Kreativwirtschaftsbericht, wo die Feststellung halt ist, dass es sehr viele Klein- und Kleinstunternehmen sind. Das heißt, es sind ja, Personen, die eigentlich alleine arbeiten, aber andere brauchen. Das heißt, da setzt der Netzwerkcharakter an, weil ich bin zum Beispiel Freelancer oder ich bin Solo-Selbstständig und ich brauche jemanden, der mir dann meine fehlenden Kompetenzen, weil ich kann ja keinen Mitarbeiter einstellen, also wo da praktisch so, so ein Mehrwert draus entsteht. Das heißt, genau für die ist Digitalisierung sehr wichtig, weil sie sich miteinander vernetzen können und weil sie sich sichtbar machen können. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, auch das mit der Demokratisierung durchs Internet, weil genau das ist es ja. Wenn wir vor 20 Jahren so ein Kreativer oder ein kreatives Unternehmen wie unseres zum Beispiel, wir hätten es niemals geschafft, dass irgendwer uns kennt, weil wir uns noch nicht mal die Radiowerbung oder das Plakat oder die Zeitung, das hätten wir uns am Anfang gar nicht leisten können. Und das gilt für alle Branchen, das gilt nicht nur für die Kreativwirtschaft, sondern auch für, ja, für jeden, der am Anfang steht. Und deshalb ist das Internet natürlich auch eine Sichtbarmachung von Personen, die halt auf kleineren Strukturen halt irgendwie in kleineren Strukturen arbeiten. Und man braucht nicht für alles sofort so viel Geld. Deshalb kann man, können auch neue Ideen, Start-ups zum Beispiel, können halt dadurch eine gewisse Bekanntheit ja, erlenkt. Es gibt so Finanzierungsformen wie Crowdfunding, die halt auch ohne Digitalisierung niemals stattfinden würden. Und ich glaube, um das, ja, Kreativwirtschaft und andere Branchen, die ähnlich kleinteilig aufgebaut sind, ohne die Digitalisierung nicht da stünde, wo sie jetzt steht. Ich fühle mich so ein klein bisschen bestätigt darin, das Saarland auch zum Hotspot für Gründer machen zu wollen. Da neue Coworking Spaces auch entstehen zu lassen, was natürlich ohne Frage nicht ohne zusätzliches Wagniskapital funktionieren wird. Und da muss ich sagen, müssen wir noch mehr unsere Vorteile als europäische Kernregion auch ausstellen, sozusagen zwischen Frankfurt und Paris. Ne? Eine Stunde und 45 Minuten bis nach Paris, das ist prädestiniert dafür, hier auch nochmal neue Ideen, neue Geschäftsideen anzusiedeln. Und das Deutsch-Französische, diese Nahtstelle auch zu Luxemburg, die muss man, glaube ich, noch viel mehr in den Vordergrund stellen. Da können wir einfach durch besseres Reden über unsere hervorragende Lage noch ein bisschen Leute herbringen und vor allem auch Wagniskapital ins Land bringen. Daran mangelt es nämlich natürlich ein Stück weit noch, um auch die Leute ins Land zu kriegen, Fachkräfte ins Land zu kriegen. Und Sie, Abel Hassan, haben ja eben gesagt, Sie wissen teilweise gar nicht mehr so richtig, was Absolventen von Hochschulen eigentlich können. Brauchen wir denn auch neue Ausbildungsberufe? Muss man denn vielleicht auch mal den Ausbildungsberuf eines 3D-Druckers haben? Ich würde das gern zusammenbringen. Er hat ja direkt schon gesagt, das machen wir heute Mittag alles klar. Aber ich glaube, da liegt schon ein Ding drin. Ich glaube schon, dass man sich auch über Digitalisierung als eine Fachrichtung, Ausbildungsgang, Ausbildung bis hin zu den Handwerksberufen ernsthaft mal zusammensetzen sollte. Das ist eine feste Überzeugung, die jetzt auch durch die Diskussion bei mir noch ein bisschen kräftiger geworden ist. Ja, meine ich schon. Zu dem Thema Funding und auch Hubs, ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr Marketing machen. Also wir haben da schon auch eine Kraft im Saarland, die so ein Gründergehen auch hat, die auch versucht nochmal über die Business Angels, da ist ja sehr viel, wo man schon so ein Tentakel hat, die man nochmal vielleicht bündeln, kräftigen könnte. Ich will dazu aber auch nochmal sagen, auch in Berlin, wo wir das ganz viel machen und mit anderen und Google und allen zusammen, ist am Ende die Frage ja gar nicht, wer ist denn wo eigentlich auch ansässig. Das wird ja mit der Tatsache des neuen Arbeitens auch immer mehr sekundär. Also der Ort, du kannst ja von überall alles machen, befreit natürlich jetzt auch ein bisschen und entbindet auch ein bisschen davon, wo ist zum Beispiel ein Hub, wo ist das Geld, wo ist die Ausbildung, wo sind die Leute, da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht nur geografisch definiert oder umgekehrt, man kann auch
daraus einen Vorteil machen, dass man geografisch nicht alles hat, so wie eben bei der beim Beispiel mit dem Obst. Du musst eben jetzt nicht die Plantagen haben, du musst eben nicht unbedingt die ganze Logistik haben, um jetzt dieses Businessmodell, genauso sehe ich das für Saarland auch, du musst jetzt nicht hier Silicon Valley und auch die Sponsoren und die Mäzene und das Funding von dort haben, um über gewisse andere Teile, die wir haben, gegebenenfalls die Miete zu übernehmen. Also ich denke, wir könnten uns sehr wohl, vielen Dank für die Anerkennung, dass das KI-Institut wirklich führend ist. Ich glaube, das ist wirklich so auch. Da können wir uns auch an die Spitze der Bewegung setzen, ohne dass jetzt hier die ganzen Geldtöpfe direkt schon da sind. Es muss nicht alles vor Ort sein, das ist sicherlich richtig, aber das macht ja irgendwie auch einer älteren Generation schon so ein bisschen Angst. Also wir haben den Eindruck, aus dem ländlichen Raum verschwinden Ärzte, aus dem ländlichen Raum verschwindet Nachversorgung, der sogenannte Obsthändler, der Bäcker ist nicht mehr im Ort, im Dorf. Und da bietet ja Digitalisierung schon auch Chancen dafür. Sie haben ja manche jetzt genannt. Machen wir genug für die ältere Generation, Herr Gründiger, oder müssen wir da besser werden? Ja, gute Frage. Ich frage mich natürlich auch, wie der demografiefeste Umbau der Städte und vor allem der kleinen Gemeinden gelingen kann. Denn der wird dann nicht digital vorangetrieben, sondern der wird eben durch die fallenden Geburtenraten und eben durch den Wegzug und die Sterberaten vorangetrieben. Und da kann Digitalisierung in der Tat ja eine Chance bieten, genau diesen Wegfall der örtlichen Versorgung, Apotheken, durch Ärzte und so weiter, auch ein Stück weit zu kompensieren. Ein Stück weit zumindest. Zum Beispiel über Telemedizin, zum Beispiel über Lieferservices, zum Beispiel über digital vernetzte Teilautos und Mitfahrgelegenheiten, die eben per App gesteuert werden. Also da ist einiges an Chancen in der Digitalisierung drin. Vor allem gerade auch deswegen, weil ja die Eltern eine riesige Zielgruppe sind. Und deswegen rate ich allen Unternehmen, dass sie sich auch tatsächlich auf diese riesige große Zielgruppe auch etwas stürzen wollen. Ich frage mich aber natürlich auch, was machen wir mit den Jungen? Ja, weil die sind die kleinste Gruppe in diesem Lande. Sie sind ressourcenschwächsten, sie sind zwar die Zukunft, aber um die kümmern wir uns relativ wenig. Und deswegen auch mein Plädoyer gerade, sich um die Jungen zu kümmern. Die sind sehr vereinzelt, die sind zwar intuitiv beim Nutzen dabei bei den Technologien, aber lange nicht souverän. Und wenn die nämlich die Nutzung dieser Technologien wirklich souverän erlernen, dann nicht in der Schule, sondern autodidaktisch, zum Beispiel auch Calliope. Also dieses kleine Gerät, mit dem man programmieren lernen kann, schon in der Grundschule. Gehabt von Stefan Lollberg, super Technologie. Und deswegen plädiere ich tatsächlich auch dafür, nicht nur eben diesen demografiefesten Umbau der Gemeinden und Städte voranzutreiben, wo Digitalisierung eben tatsächlich helfen kann, sondern eben sich auch vor allem um die Jungen zu kümmern. Und gelegentlich habe ich den Eindruck, dass uns die Zukunft auch in hartem Geld nicht so wertvoll ist wie die Vergangenheit oder die Gegenwart. Wir hatten vorhin so einen kleinen augenzwinkernden Disput, der bisher nicht verbalisiert worden war, darüber, ob Glasfaserverkabelung in Deutschland irgendwie finanzierbar ist. Naja, man hat es ja mal ausgerechnet, das würde 80 Milliarden Euro kosten, inklusive der Investitionen für von den privaten Unternehmen. Das Rentenpaket der letzten Bundesregierung kostet 160 Milliarden Euro, das Doppelte. Und jetzt kommt noch mal ein Zinsen dran, ist ungefähr genauso viel kosten. Und da frage ich mich, sind das die richtigen Prioritäten? Ich glaube nicht immer. Und deshalb werden wir hier im Saarland ja auch dafür sorgen, dass die Schulen mit als erstes angebunden sind und auch glasschnell angebunden sind, damit wir hier auch im Landesdatennetz, das ja die Schulen auch beinhalten soll, besser vorankommen als anderswo. Wir machen das, wir vergessen aber auch nicht die Älteren, wir vergessen aber auch nicht, lieber Dariawal Hassan, das Publikum, das heute hier ist. Denn so sehr es mir Riesenfreude macht, mal derjenige zu sein, der die Fragen stellt, will ich, dass Sie nicht zu kurz kommen dabei. Und deshalb würde ich jetzt eigentlich ganz gerne auch mal die Runde öffnen für die Fragen des Publikums. Denn viele waren unterwegs in unserem Zelt, haben sich ein Bild gemacht von den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie haben Vorträge gehört, Sie haben uns jetzt hier zugehört. Und deswegen denke ich, Sie brennen natürlich auch vor Fragen an unser wirklich hochkarätig besetztes Panel heute. Deshalb feuerfrei jetzt für Ihre Anregungen fragen. Wer macht den Eisbrecher? Keine Ahnung. Ja, wer war das? Ja, ich gehöre zu der Altersgruppe, die so liebevoll von Ihnen beschrieben worden ist. Im Übrigen haben Sie auch bei dem Vortrag vor 2,5 Jahren
machen wir Deutschland enkeltauglich. Das war ganz ohne mein Zutun, dass hier waren. Aber die Fragen, die hier behandelt worden sind, sind sehr wichtig. Auch für die Zukunft und für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Entwicklung der ganzen Region. Aber wo bleiben denn die Kunden? Wie kommen die Kunden? Wie kommt man zu denen? Da spielt natürlich auch die ältere Generation eine besondere Rolle. Ich denke nur, die Babyboomer-Jahre stehen jetzt vor dem Rentenalter. Eigentlich müsste die Gruppe ja topfit sein. Aber ich habe den Eindruck, dass die zwar besser sind als die jetzigen, die sich engagiert einbringen in meiner Generation. Da gibt es auch wirklich viele gute. Da, glaube ich, ist ein Defizit. Nur eins muss man wissen. Wie lernt der Ältere? Warum soll ich denn lernen? Warum soll ich etwas lernen? Wenn ich eine neue Freundin aus Portugal habe, dann lerne ich Portugiesisch. Das ist ein Beispiel von mir, ein Beispiel, das ich gehört habe in einem Vortrag. Also, was habe ich davon? Den Nutzeffekt. Man muss auf der anderen Seite auch zulassen, dass Ältere sagen, ich mag nicht. Also, dieses gegenseitige, jawohl, ich will, das Angebot, das, glaube ich, muss verbessert werden und auch die Akzeptanz wird dadurch etwas besser. Also, ich hoffe, dass viele von meinen älteren Mitstreiter das noch machen, was sie hoffen und wünschen, dass wir unseren Beitrag bringen können für die Zukunft. Also oft wird da gefordert, wir müssen lebenslang lernen und das klingt schon immer so gefährlich, so wie eine lebenslange Haftstrafe. Also etwas negativ. Deswegen ist mein Plädoyer tatsächlich zu sagen, warum soll man das denn machen? Auch als ein Stück digitale Altersvorsorge in dem Kontext jetzt. Wie beim Seniorencomputerclub auf der Fischerinsel am Alexanderplatz in Berlin, wo man sich gegenseitig eben die Dinge beibringt, die man da lernen will. Einfach deswegen, um, wir haben es vorhin versucht zu diskutieren, den konkreten Nutzen stiften zu können. Zum Beispiel, indem man eben bei der digitalen Pflegeversorgung zum Beispiel sich Assistenten reinholt, damit man selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden länger und sicher leben kann. Oder eben, dass man über den intergenerationellen Dialog mit der eigenen Familie auch über längere Distanzen hinweg über das Mobiltelefon und digitale Technologien kommunizieren kann. Ich glaube, wenn der konkrete Nutzen sichtbar wird und es nicht nur abstrakt heißt, ihr müsst jetzt wegen lebenslangem Lernen auch Digitalisierung lernen, sonst seid ihr alt und faul, dann glaube ich, können wir das schaffen. Ja, ich würde da gerne, das ist ein total klasse Dialog und vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, das ist ein Betrachtungsfeld, das muss ja auch noch auf den Tisch. Ich denke, jeder von uns ist heute im Thema Digitalisierung drin. Übrigens, ob das bewusst tut oder nicht. Und es ist total richtig, dass Sie fragen, was habe ich jetzt davon in einer speziellen Altersklasse, Babyboomer, danach, davor oder sonst was. Es gibt konkrete Beispiele, wo ich schon begreife, dass durch Digitalisierung das Leben besser wird und man besser auch älter und gesünder älter werden kann. Wenn wir heute beispielsweise, können wir jetzt neumodisch Quatsch oder nicht Quatsch finden, so ein Fitbelt-Armband, was einen am Ende täglich Informationen über, wie habe ich geschlafen, wie ist mein Blutdruck, wie kann ich im Prinzip meine Medikamente, wie bin ich mit dem Arzt in Verbindung, etc. pp., dann ist es nicht neumodisch nur gefährdet, dann ist das am Ende länger gesünder bleiben. Davon, glaube ich, haben wir alle was, mal als ein Beispiel. Ich glaube auch, dass das Thema, wo wir ganz viel auch im Digitalisierungsrat diskutiert haben und weiter diskutieren werden, Bürgerdienste etwas ist, wo jeder Bürger, und da hat auch der Ministerpräsident ganz viel Initiative und da kommt auch noch viel, wo wir versuchen, Bürgerdienste durch Intuitive, sie müssen nicht mehr für alles auf das Amt, sie müssen, wenn sie einen Reisepass ins Ausland, den Flug, das können sie von zu Hause. Übrigens auch Beispiel USA, ich kann mir übers Wochenende eine Firma anmelden, da muss ich nicht ewig lange am Amt anstehen. Ich kann beispielsweise auch das Thema Pflege, finde ich total richtig. Also die können Pflegeheime ausbauen mit einem vernetzten Boden, das ist ein älterer Mensch, der fällt, das an der Ecke Frühwarnsysteme. Das sind alles Elemente, die Digitalisierung vorantreiben, die schon auch für uns einen Nutzen haben. So, und jetzt gibt es die Grenzbereiche. Also ich sage mal, der Boden, der vernetzt ist, der ist da, den ich da immer cool finde, wenn wir sagen, besser, ich fahre gar nicht hin, klar, parken. Ich kann auf der anderen Seite aber sagen, ich kann selber einen Beitrag leisten. Wenn ich weiß, so ein Fitbelt-Armband gibt es, dann kann ich persönlich sagen,
ich halte mich länger fit. Ich denke, das ist etwas, was ein Angebot an einen Endkunden ist. Jetzt geht es weiter bis in die Frage auch des Nutzens des Internets. Und jetzt habe ich dann trotzdem hier nochmal die Kurve erkämpft, auf seine Frage in Antwort zu geben. Sonst stehe ich als Telekom ein bisschen blöd in der Ecke. Also zu sagen am Ende, das Internet und ich kann mich Daten versorgen, ich kann die Zeitung lesen, irgendwo im Urlaub, überall, flat und sonst natürlich. Das sind tatsächlich Dinge für den Bürger und auf Ihre Frage. Da gibt es mehr und da wird es auch noch mehr geben und es ist total wichtig, dass Sie danach fragen. Und die 80 Milliarden, würde ich mal sagen, genau genommen, um einfach den Faktencheck zu sagen, waren 100 Milliarden, das macht die Kuh aber auch nicht fett. An der Ecke, wir geben jedes Jahr 5 Milliarden aus, das können Sie auch nachlesen, das zaube ich nicht nur so, das ist so hier auf dem Tisch, würden alle anderen, ja, und es sind ja immerhin nochmal 4 andere, das auch tun, dann hätten wir schon mal 25 im Jahr, dann wären wir in 4 Jahren durch. Ne? Das ist einfach jetzt mal schnell eine Rechnung gemacht. So, das heißt, die ganzen Plädoyers nehme ich mit. Und wir sind auch hier, wir fühlen auch, uns auch gefordert, deswegen machen wir auch das Thema zum Beispiel Vollglas für Gewerbegebiete und wir fühlen uns auch gestresst, positiv gestresst durch die Bevölkerung, die bis hinten in den Schwarzwald natürlich gerne noch einen Bagger hätte, der das Glasfaser unter den Fichten durchmacht. Und wenn uns dort die Kommunen helfen, die sagen, räumt mal den ganzen Wald weg und dann nicht ein neues, wie heißt das Ding nochmal, bei RWE entsteht, weil wir dort einen Glasfaserkraben ziehen, dann sind wir auch froh. Aber da werden Sie bei der Telekom schon das größte offene Ohr finden. Super, also es wird natürlich nicht immer diese externen Faktoren wie die Freundin aus Portugal geben, sondern manchmal muss man eben diese Motivation auch ein bisschen intrinsisch vorantreiben. Das, glaube ich, haben wir jetzt gelernt. Und da setze ich persönlich ja auch sehr stark auf das Spielerische. Deswegen werden wir im Saarland ja auch in eine Games-Förderung einsteigen, weil wir auch wissen, dass aus Computerspielen auch wirklich ernste Impulse rauskommen, virtuelle Lernwelten entstehen, wo man sich wirklich weiterbringen kann und das so ähnlich, wie wir früher vielleicht einen Fernsehfilm abends gesehen haben, bloß dass wir handfestes Know-how dann daraus auch ziehen und das ist, glaube ich, auch eine Chance, gerade für eine ältere Generation hier nochmal Lust zu machen auf Lernen, auf digitale Bildungsinhalte und das wäre schön, wenn uns das im Saarland vielleicht auch ein bisschen besser gelingt. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe keine Frage, ich habe eine Anregung. Sie haben eben gefragt, was können wir besser tun? Ich glaube, Mikrofon. Wir haben auch eine Live-Übertragung, deswegen ist es gut, die Mikros zu nutzen. Ich habe keine Frage, sondern eine Anregung. Sie hatten eben gefragt, was können wir besser tun, dass das beim Bürger besser ankommt oder auch bei den Mittelständlern. Ich glaube, dass es eine große Angst gibt, was die Digitalisierung anbelangt. Und das ist, glaube ich, über mehrere Generationen hinweg, wenn ich mich sehe. Man weiß gar nicht so richtig, was es ist, was bedeutet es für mich, hat es Nachteile für mich. Und ich finde, in den Medien werden oft die Nachteile, auch alle negativen Botschaften, sehr groß. Und alles, was gut ist, wird nicht so groß gezeigt. Das ist in Deutschland vielleicht besonders, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Aber ich glaube, man müsste mehr für Information, für Aufklärung, und zwar auf die Bürger zugeschnitten. Das, was eben erwähnt wurde, was hat es für den Normalo eben für einen Vorteil, ein digitalisiertes Land zu sein? Und da, glaube ich, wissen viele überhaupt nicht die einfachsten Dinge, die den Spezialisten total klar sind. Die sind Menschen in meiner Generation, die Jüngeren, die Älteren, nicht so klar. Und man muss den Leuten die Angst nehmen, man muss sie informieren. Und das muss über die Medien gehen, die jeder guckt, im Fernsehen müssen Sendungen kommen. In der Zeitung muss vielleicht auch von der Politik mal was drinstehen. Das, finde ich, wäre mal ein guter Punkt, um den Leuten die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen. Weil ich glaube, die ist da. Zumindest empfinde ich das. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Das ist klar. Ich sehe diese Ängste und ich will auch die Ängste nicht in Abrede stellen, weil sie teilweise auch zu Recht sind, weil sich eben auch vieles verändern wird. Unsere Arbeitswelt wird sich verändern. Es wird sich aber auch gesamtgesellschaftlich einiges verändern. Wir haben ja eben Beispiele gehört, was es für bis zum Bäcker hin an Auswirkungen hat und eben auf viele traditionsreiche Unternehmen Auswirkungen haben wird. Und da kann ich verstehen, dass man die Leute da abholen muss. Aber wir müssen sagen, wir können eben schneller und besser als andere das nicht nur bewältigen, sondern das wirklich zu einer Chance machen. Und darum mache ich sowas wie heute hier. Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen. Ich habe das in meiner Regierungserklärung gemacht. Man kann Medien nicht dazu bringen, mehr davon darüber zu schreiben, als sie selbst für wichtig erachten. Aber trotzdem ist es natürlich auch nochmal ein Appell an alle, darüber gut zu reden und auch über die Chancen zu reden, die die Digitalisierung bietet. Und ich glaube, es sind wirklich nicht nur für junge Menschen Chancen, sondern gerade auch für eine ältere Generation. Und es ist nicht nur eine Chance für
für den urbanen Ballungsraum, wo wir jetzt natürlich durch die Ansiedlung des Helmholtz-Zentrums mit bald 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine wahnsinnige Belebung auch für die Landeshauptstadt erhoffen. Nein, es muss eben auch diese Chancen geben für den ländlichen Raum, wo genauso moderne Arbeitsplätze entstehen können, die dann auch wiederum Arbeit geben für Familien im ländlichen Raum, die vorher vielleicht ihren Job konventionell gemacht haben, der dann nicht mehr da ist. Da müssen wir darauf hinarbeiten, diese Ängste zu nehmen. Und ich glaube, die öffentliche Hand kann sehr stark dazu beitragen, indem sie ihre eigenen Dienstleistungen auch digital anbietet. Digitaler Bauantrag war gerade noch mal Thema auf dem Wohngipfel. Das klingt banal, wird aber dazu führen, dass viel mehr und schneller gebaut wird und dass Menschen sich auch entscheiden, hier im Saarland zu investieren, eine investorenfreundliche Bauordnung auf den Weg zu bringen, die dann auch dazu beiträgt, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das kommt bei jedem an und dazu ist Digitalisierung mit ein Schlüssel. Und das müssen wir eben durch alle Politikfelder auch nochmal durchziehen, deswegen ich auch sage, wir brauchen ein Gesetzbuch Digitalisierung. Als erstes Bundesland hätte ich gern, dass wir unser gesamtes Gesetzgebungskomplex bis hin in die Verordnung überprüfen, ob die noch digitalisierungstauglich sind. Ich war zu Besuch bei der DHL, das Zustellzentrum in St. Ingwer. Da haben die mir erzählt, als sie daher gekommen sind, mussten sie erstmal eine komplett neue Leitung, eine Stromleitung legen, weil die Leitungsquerschnitte, die in unseren Bauordnungen drin sind, einfach zu klein sind. Damit können sie 2 Transporter laden, aber nicht 30, die sie mindestens brauchen. Und da muss Politik einfach ein bisschen den Finger drauf halten, damit auch letztendlich bei jedem ankommt. Das ist eine große Chance, wenn man hier schneller ist, schafft man neue Arbeitsplätze, man schafft Wohnraum und man schafft vor allem Lebensqualität bis in die kleinsten Ecken dieses Landes. Sehe ich noch weitere Wortmeldungen oder sind alle jetzt gewillt, ins Get Together zu gehen? Da ist noch eine Wortmeldung, bitte. Hallo, ich hoffe, es ist kein Problem, dass mein Name Becker ist, nachdem der schon so oft genannt wurde. Und ich will es auch gar nicht schlecht reden mit der Digitalisierung. Ich bin aus dem Schulbereich hier und bin an einer der beiden Smart Schools, die eben wurde ja der IT-Gipfel schon angesprochen, beim IT-Gipfel ernannt wurden oder gekürt wurden. Und wir bemühen uns natürlich an jeder Stelle auch dieses Thema in die Schulen zu bringen. Es war jetzt eben so ein bisschen die Richtung Autodidaktik vorgegeben. Wir versuchen es tatsächlich auch im Unterricht, hatten gerade eine Chance bei einem UN-Projekt auch international zu den 17 Nachhaltigkeitszielen zu arbeiten mit 360-Grad-Filmen. Und meine Frage an Sie wäre, wie stellen Sie sich konkret die Arbeit in den Schulen vor? Also sowohl unterstützend als auch, was wünschen Sie sich eigentlich von den Schulen? Machen wir mal die Runde vielleicht zu diesem wichtigen Thema. Nee, ich habe das gemerkt, ich war zwar geneigt, sofort zu versuchen, eine Antwort zu geben, aber wir hören erstmal die Experten. Ein ganz konkreter Vorschlag oder eine Idee von ganz vielen, die anderen sicherlich auch noch bringen werden. Das Konzept des Flipped Classrooms, eines umgedrehten Klassenzimmers, finde ich ultra spannend. Was heißt das? Das heißt, bisher war es so, naja, während dem Unterricht in der normalen Schule oder so bisher, steht eben die Lehrerin vorne und gibt halt so Frontalunterricht. Maximal gibt es noch so Gruppenarbeiten. Und dann zu Hause werden die Hausaufgaben gemacht. Heißen deswegen ja Hausaufgaben. Beim umgedrehten Klassenzimmer aber guckt man sich zu Hause ein Video zum Beispiel an von einem Nobelpreisträger, einem TED-Talk, einer Vorlesung von Stanford oder was auch immer. Und zwar so schnell und so oft, wie man das denn kann. Unbekannte Begriffe kann man nochmal kurz nachgucken. Wenn man sich genau verstanden hat, nochmal angucken und so weiter. Also man nimmt sich seine eigene Zeit. Wer lernschwach ist zum Beispiel, wer zum Beispiel nicht so gut Englisch kann, kann es mehrfach anhören, mit Untertiteln anhören und so weiter. Und dann die Hausaufgaben, die werden zusammen gemacht in der Schule. Also man übt und lernt dann zusammen, aber so das, was bisher so über einen Kamm geschert, mit jedem für die gleiche Geschwindigkeit gemacht worden ist, wird jetzt eben für jeden individuell in der Geschwindigkeit für jeden Einzelnen, für jede Einzelne gemacht. Ich finde, es ist wahnsinnig spannend und dieses Konzept sollte, glaube ich, viel öfter Einzug halten in den Schulen. Ja, bitte. Ich bringe was ganz Konkretes nochmal als Forderung auf, was irgendwie, keine Ahnung, das gab es schon mal. Ist vielleicht auch kruftimäßig, aber ich stehe drauf.
Ich finde, neben Französisch und Englisch, von dem man eigentlich sagt, das wäre ganz gut, wenn man das in der Schule lernt, finde ich Programmieren lernen eigentlich eine ganz coole Sache. Und das meines Erachtens nicht nur in der Vertiefung Informatik, sondern eben genauso, wie wir es aus den anderen Gründen, ich lerne ja Englisch nicht deswegen, weil ich England irgendwas mache, sondern irgendwie hat man mal so entschieden, das ist eine ganz gute Ausbildung, Grundausbildung. Und ich finde, Programmieren können ist auch eine gute Grundausbildung. Ja, was ich halt noch wichtig finden würde, wäre halt ein bewussten Umgang mit on und off. Also wann bin ich digital, wann bin ich online und wann lege ich mein Handy weg oder wie merke ich, wenn es mir zu viel wird. Also dass man halt auch so Stressfaktoren, wenn man denkt, man müsste immer die ganze Zeit online sein, dass man das in der Hand hat, auch mal das Smartphone wegzulegen. Das finde ich halt so als begleitende Maßnahme zu all den genannten halt noch ganz wichtig. Also ich wäre sehr zurückhaltend, einem Lehrer seine Empfehlung zu geben, wo wir wissen, welche Erwartungshaltung insbesondere der Gesellschaft auf ihn und ihren Kollegen ruht, was sie alles zu regeln haben. Ich bin persönlich, meine Kinder sind noch nicht im schulfähigen Alter, also diese Eltern, Schüler, Lehrer, das werde ich dann persönlich auch noch erst in einer gewissen Zeit erleben. Ich glaube schon, was wir ja alle sehen, ist, dass wenn man an Projekten arbeitet, eben an einem praktischen Ziel und im Zuge dessen Physik, Mathematik oder andere Sachen eine Rolle spielen, dann bleibt das viel eher hängen als sozusagen auch wieder bestimmte Fächer als Selbstzweck. Und ansonsten sind wir natürlich auch große Fans von Open Roberta. Das ist eine offene Programmier-Lernumgebung von Fraunhofer, die es eben ermöglicht, verschiedene Hardware dann zu programmieren. Eben der berühmte Calliope, der heute schon mal genannt wurde, aber auch eher robotikartige Sachen. Also ich glaube, das ist eine tolle Initiative. Und um vielleicht nochmal den ganzen Schluss nochmal ganz groß rauszuzoomen, weil mir diese Zahl die ganze Zeit auf der Zunge lag. Wir haben durch 200.000 Absolventinnen und Absolventen am Ende des Bildungssystems in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik in Deutschland pro Jahr 200.000, China hat 4,7 Millionen pro Jahr. Also das ist sagen auch nochmal, weil wir vorhin hier darüber sprachen, wie wir uns auch zwischen den Generationen einrichten auf die Digitalisierung, wenn man nochmal einen Rundumblick macht, das ist eine Riesenentwicklung. Man muss ja auch sehen, dass beispielsweise in Asien, auch Südostasien, Länder mit riesigen Bevölkerungen aus einer Zeit quasi ohne Medien sofort in das Zeitalter des mobilen Internets kommt, die komplett die Zeit, was man die 80er, 90er, die Zeit des Desktop-Computers war, übersprungen haben. Also das ist insofern sehr lobenswert, wenn Sie da hier in den Smart Schools da weiter dran sind. Vielen Dank. Vielen Dank für die Statements, die, glaube ich, auch eine hervorragende Schlussrunde letztendlich unserer heutigen Diskussion waren, weil mit dem Thema Bildung für unsere Kinder steht und fällt letztendlich jeglicher Erfolg unserer Arbeit hier für dieses Land. Und mir ist es persönlich wichtig, dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer, die durch die Bank hoch engagiert auch dabei sind, Kindern in den Schulen nicht nur Programmieren nahezubringen, sondern ihnen auch nahezubringen, wie sie mit neuen Medien in einer komplexer werdenden Welt umzugehen, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer nicht allein lassen. Das fängt an bei der Lehrerbildung, fängt an in den Lehrerseminaren. Es geht aber auch dahin weiter, dass wir Lehrer auch genau wie alle anderen fit machen müssen für, ich sage jetzt nochmal, lebenslanges Lernen. Aber das ist eben für Lehrer auch wichtig, dass man auch nochmal Lernen sozusagen in den Vordergrund der Lehrerbildung stellt. Denn ohne engagierte Kollegin werden wir da nicht weiterkommen, aber es kann auch nicht allein auf dem Rücken der Lehrer ausgetragen werden. Da müssen vor allem die Schulträger auch nochmal sehr viel stärker das Thema Digitalisierung in den Vordergrund stellen, damit wir auch nicht nur eine gute Infrastruktur haben, sondern am Ende auch in der Lage sind, digitale Lerninhalte, die wir dringend brauchen, auch letztlich zu vermitteln. Das ist nichts, was von null kommt. Das ist etwas, was sehr viel Unterstützung braucht. Deswegen gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen, jawohl, wir nehmen die Mittel aus dem Digitalpakt Bildung vom Bund sehr gerne ins Saarland, auch wenn damit Grundgesetzänderungen letztendlich verbunden sind. Denn wenn es darum geht, die Schulen gut auszustatten, darf uns hier auch kein Mittel letztendlich zuteil. Meine Damen und Herren, ich glaube, wichtig ist, und es ist heute deutlich geworden, dass wir, wenn wir Digitalisierung angehen, einen Perspektivwechsel vornehmen.
Ich habe den Eindruck, wir stehen manchmal vor der Digitalisierung in all ihrer Komplexität wie vor Mount Everest, Wolkenfallen. Vom Gipfel des Ganzen haben wir wenig Vorstellungskraft und dennoch müssen wir es nach oben schaffen, um uns eine neue Perspektive darauf zu verschaffen. Darauf wird es ankommen. Es kommt nicht nur auf eine gute Politik an, wo ich mir alle Mühe gebe, die voranzutreiben, sondern es kommt vor allem darauf an, dass alle Akteure mit eingebunden sind und an einem Strang ziehen. Ich schätze mich glücklich, dass ich heute Abend ein solch gut besetztes hochkarätiges Expertenforum hatte. Ich schätze mich glücklich, dass ich einen Digitalisierungsrat habe mit so viel Unterstützung aus allen Bereichen letztendlich der Gesellschaft. Und ich schätze mich vor allem auch glücklich, dass Sie alle heute Abend hierher gekommen sind, weil Sie sich für das Thema interessieren, weil Sie mitreden wollten, weil Sie zuhören wollten, weil Sie neue Erkenntnisse mitnehmen wollten. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Ich bedanke mich aber vor allem, und da spreche ich sicherlich auch in Ihrer aller Namen, für die tolle Diskussion hier in dieser Runde. Vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Einigermaßen zu überbrücken. Sie können also jetzt tatsächlich nochmal sicher nach Hause fahren. Ich hoffe, dass die Leitung der ersten Podiumsdiskussion, die hier in der Staatskanzlei als 360-Grad-Übertragung gelaufen ist, dass die standgehalten haben. Das Licht war mal immer da, deswegen hoffe ich, es konnten uns auch einige von außerhalb zuhören. Ich lade Sie herzlich ein, noch mit uns ein bisschen hier zu verweilen, noch ins Gespräch zu kommen, auch mit unseren Podiumsteilnehmern, einen Schluck zu trinken in Ihrer Staatskanzlei. Ich finde, das war ein willkommener, ein guter Endpunkt unseres heutigen Tages der offenen Tür. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Kommen Sie gut zurück. Das Mikrofon festhalten. Ist das. So, ja, sind Sie dabei? Ja, gut. Bitte das Mikrofon hören, bitte. Ja, komm.